nicht, nur wirklich mal, das ist Holger. Jetzt hört man dich. Jetzt hört man mich. Das ist Holger Klein. Guten Tag. Auf Wiederhören. Ach, jetzt muss ich hier. Ja, ja, da machst du jetzt. Du hast eine Stunde 40, nicht länger. Ich komme nur noch auf die Bühne und mache richtig Ärger. Ich setze mich jetzt einfach mal an den Tisch, weil ich der Einzige bin, der hier die ganze Zeit nichts sagen wird. Oder zumindest relativ wenig sagen wird. Wir haben uns für dieses Jahr überlegt, dass wir dieses quasi PowerPoint-Karaoke, was wir die letzten Jahre immer so veranstaltet haben, ersetzen durch etwas völlig Neuartiges, das so neuartig ist, dass ich nicht eine einzige Folie dabei habe. Ja, wo sind eigentlich die Folien? Keiner meldet sich. Ja. Wir werden sehen. Also wir haben es durch was völlig Neuartiges ersetzt, haben das genannt den dezentralen Jahresrückblick, weil wir uns gedacht haben, statt hier irgendwie quasi monologisch oder zu dritt irgendwie was zu erzählen, was denn alles so passiert ist im Universum des CCC, einfach mal die ganzen Dezentralen und die RFAs, soweit wir derer habhaft werden konnten, auf die Bühne zu bitten und sie zu bitten, innerhalb von 5 Minuten zu erzählen, was sie denn alles geleistet haben im vergangenen Jahr. Ich mache jetzt gar nicht mehr Worte, weil ich nämlich nicht glaube, dass das funktioniert. Ich hoffe, ihr habt Zeit mit. Habt ihr Zeit mitgebracht? Nee, ihr habt aber einen Hund mitgebracht. Das ist auch schön. Hunde mag ich auch. Wir fangen direkt an. Ich werde einfach immer kurz einführen, wer als nächstes auf die Bühne tritt, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und werde dann im Folgenden das Wort oder die Worte und die Wörter den jeweiligen ReferentInnen überlassen. Den Anfang haben wir uns gedacht, machen wir, es gibt ja immer gute und schlechte Nachrichten, den Anfang machen wir mit einer schlechten Nachricht, denn es ist einer von uns verstorben dieses Jahr. Es gibt eine kleine Trauerrede, einen kleinen Rückblick jetzt. Den Rückblick wird halten der Padelun von der Digital Courage. Padelun war ein persönlicher Freund und ist von eben diesem Verstorbenen in die Enquete-Kommission geholt worden. Sein Name des Verstorbenen ist Jimmy Schulz und was es über ihn zu erzählen gibt, erzählt euch Padelun. Danke, Holger. Ich höre keinen Ton. Das hat... Mach dich, ich habe keine Frage. Nein, es ist auch Begriff. Komm, wir fangen nochmal an. Warte, ich meine, erzählt euch Padelun. So. O-Zapft ist nicht mehr nur der Ausspruch nach dem Anstechen eines Bierfasses. Nein, es ist auch Begriff und Hashtag der ganzen Diskussion, die wir hier führen, geworden. Auch dank dem CCC, der diesen Begriff geprägt hat. Wir müssen ihm auch noch für viel mehr danken, nämlich insbesondere für dieses 20-seitige Papier, in dem die gesamte Analyse drinsteht. Ich empfehle übrigens jedem hier im Hause die Lektüre. Ich empfehle jeden hier im Hause die Lektüre. Das meinte er sehr ernst. Er war nämlich richtiggehend wütend darüber, dass seine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag von der Digitalisierung nichts wissen wollten. Überall hörte er nur, oh, not my department, mach du mal, lass uns in Ruhe. Er suchte sich im Bundestag Verbündete. Mit Lars Klingbeil und Doro Bär veranstaltete er LAN-Partys und Krypto-Partys im Bundestag. Und bei Jimmy Schulz war das keine Attitüde. Habt ihr übrigens eben auf seinem Revers bei dem Bericht, bei seinem Rede auf das Revers geachtet? Da trug er den Sticker der Seabase. Neben der böse Bubenbar, eine seiner Basisstationen, wenn er sich in Regierungs- oder Oppositionsgeschäften in der Bundesnerdhauptstadt aufhielt. Dort war er dann jeweils im Raucherraum zu finden und sein Motto bei Bier und Zigaretten: Bin ich Kommunist? Das ist über alle Parteigrenzen hinweg überliefert. Ihn trieb die Wut über eine Digitalpolitik, die entweder nicht vorhanden war oder unter aller Kanone war, in eben diese Politik. Dazwischen gab es für ihn halt nichts. Entweder geh weg oder mach Scheiße oder wir machen Scheiße. Deswegen ging er in die Politik. Er wollte Teilhabe an der Macht. Er wollte nicht schwätzen. Er wollte Politik, speziell Digitalpolitik, besser machen. Ich habe ihn beim Parteitag der FDP im Wahljahr 2009 kennengelernt. Und wir hießen damals noch Föbut, wir hatten uns vorgenommen, in diesem sogenannten Superwahljahr alle Parteitage aller im Bundestag vertretener Parteien plus Piratenpartei zu besuchen. Wir hatten uns also bei der FDP eingeschlichen und uns
einen spontanen Messestand gegriffen und dort aufgebaut und gegen Vorratsdatenspeicherung agitiert. Er freute sich diebisch, als er uns dort sah, denn er war selber im Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung, speziell in München und Umgebung, aktiv. Er zeigte uns dann ein Paper, das er einreichen wollte beim Parteivorstand und abstimmen lassen wollte bei dem Parteitag, mit dem Satz: Die Vorratsdatenspeicherung soll abgeschafft werden, wenn das Bundesverfassungsgericht diese als verfassungswidrig einstuft. Das stand auf dem Antrag. Und dann fragten wir ihn, Rena war das, ob denn nicht der Satz, die Vorratsdatenspeicherung wird abgeschafft, nicht reichen würde. Und dann stutzte er kurz, schlug sich mit der Hand an die Stirn über die in dem Moment ja eigene erkannte Blödheit, nickte und rannte los und korrigierte den Antrag. Und der wurde beim FDP-Parteitag 2009 auch angenommen mit großer Mehrheit. Der Rest ist Geschichte. In der folgenden Legislatur, die FDP regierte zusammen mit der CDU, die weigerten sich, übrigens auch dank Leuthäuser-Schnarrenberger, eine neue Vorratsdatenspeicherung zu beschließen. Dafür hat es dann wieder die SPD gebraucht. Als er dann frisch in den Bundestag gewählt wurde, war er einer der jungen Politiker mit netzpolitischem Flair. Und wenig später war er neben anderen Kollegen der Fraktion die Ersten, die durch Connections ein iPad hatten. Und das nahm er mit und hielt die erste Bundestagsrede ever, bei der die Stichworte auf einem elektronischen Gerät notiert waren. Dafür wurde ihm nach der Sitzung, dafür wurde ihm nach der Sitzung noch ein Ordnungsruf vom Geschäftsordnungsausschuss zugestellt. Und nicht nur er fand das absurd, aber er nahm es lächelnd hin. Diesmal mit Papier. Da fehlte wieder der Ton. Ich gehe nochmal zurück. So. So. Und. Diesmal übrigens mit Papier. Diesmal mit Papier heute. Das war dann seine nächste Rede nach dem Ordnungsruf. Nach der Sommerpause hat der Ausschuss übrigens entschieden, ab sofort iPads am Rednerpult im Bundestag zuzulassen. Und Jimmy war damit also der Eisbrecher. Und dafür ein Applaus. Heute steht Jimmy erstes iPad übrigens im Haus der Geschichte in Bonn. So, nicht zu lange klatschen, ich habe wenig Zeit. Davor übrigens, und das will ich allen Leuten hier mal sagen, man fängt nicht oben an, sondern der Vorstand das Kratzen am Bodensatz. Menschen überzeugen, einen zu wählen. Also vom einsamen Stand in der Fußgängerzone bis hin zum blauen Stuhl im Bundestagsplenum ist es kein leichter Weg. Und er hatte übrigens eine wundervolle Fähigkeit, die mir leider völlig abgeht, sich nicht über Leute zu ärgern, die einfach mal einen zielstrebig für dieselbe Sache arbeitenden Menschen anpampen, mit Häme überziehen, ignorieren und beschimpfen. Nur weil er in einer Partei ist. Und dann noch in der FDP. Diese Eigenschaft, sich nicht über die Anpampereien zu ärgern, die hätte ich auch gerne gehabt, als Jimmy mich damals in die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft holte und mir dann von einigen Lauten sowas wie Kontaktschuld angelastet wurde. Er hatte mich vorgewarnt, dass ich viel Ärger von eigenen Leuten kriegen würde und ich Naivling dachte, das würde schon nicht so schlimm werden. Ja. Das Lieblingsbild in meiner Erinnerung übrigens in der Enquete ist eine Arbeitsgruppe zu Netzsperren, wo Jimmy völlig genervt, das ist nur ein Symbolbild, völlig genervt mit dem CDU-Antrag für Netzsperren stimmen musste, aus Koalitionsdisziplin. Obwohl er und übrigens auch fast alle anderen Anwesenden im Raum, auch die CDUler, eigentlich ebenfalls gegen die Netzsperren der von der Leyen waren. Er guckte mich dann gequält an, legte sich die linke Hand vor die Augen, knallte den Kopf auf den Tisch und hob die Hand und stimmte für Netzsperren. Ja, das ist Größe. Ja, Politik ist seltsam. So, wie es immer seltsam wird, wenn viele kluge Menschen und gefühlte Verantwortung zusammenkommen. Das sehen wir auch unter uns Nerds vor und hinter den Kulissen auf diesem Kongress. 2007, beim ersten Kongress, der hier in Leipzig stattfand, kam Jimmy nicht. Hier ließ er mir ausrichten, dass er schwer erkrankt sei.
Und Jimmy blieb trotzdem aktiv bei der politischen Arbeit. Man sagte ihm, er soll machen, was ihm Spaß macht. Ja, die machte ihm Spaß. Er leitete den Ausschuss Digitale Agenda per Videoschalte halt von zu Hause aus. Einige Male kam er auch nach Berlin, hielt Reden im Hohen Haus zu Dingen, die er noch sagen musste. Zum Beispiel zum Recht auf Verschlüsselung. Und er rauchte den ersten legalen Joint im Bundestag. Und anschließend war er dann auch jeweils wieder abends in der Seabase zu finden, solange die schwächer werdenden Kräfte reichten. Im Frühjahr dieses Jahres gab er dem Nachrichtenmagazin Spiegel ein Interview. Dort manifestierte er einen ganz wunderbaren Satz. Es ist okay, dass ich sterbe. Es ist ein tröstlicher Satz für uns, die wir noch vieles mit ihm gemeinsam tun wollten in dieser digital vernetzten Welt, die verdammt nochmal schon über ein Vierteljahrhundert längst kein Neuland ist. Besonders tröstlich vielleicht für uns älteren Hacker und Hexen, die schon etliche Gefährten auf den Straßen des Lebens verloren haben. Und noch einmal eine Mahnung, über unsere eigenen Dünkel hinweg auf die Menschen hinter den Partei- und Firmenlogos zu schauen, statt mit Kollektivhäme das Wertvolle zu missachten, das wir eigentlich schützen wollen, weil wir dieses Wertvolle gar nicht mehr erkennen können. Jimmys Arbeit geht weiter. Er hat das IGF, das Internet Governance Forum, nach Berlin geholt. Er wäre so gern dort nochmal hingegangen, doch am Eröffnungstag des IGF starb er. Zum Andenken haben Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus 56 Ländern beim IGF in Berlin eine an den Generalsekretär der UNO adressierte Botschaft Jimmy Schulz Call genannt. Ich möchte übrigens von dieser Stelle auch seinen Sohn Tim, seine Töchter Katharina und Susanne und seine Frau Petra grüßen. Vielleicht nicht alle 17.000 Menschen hier auf dem 36. Chaos Communication Kongress kannten Jimmy, aber doch viele. Und viele, ihr da in München, werden für euch da sein, wenn ihr sie braucht. Adieu, Jimmy, möge die Macht mit dir sein. O-Zapft ist nicht mehr... Entschuldigung, das war zu früh. Nämlich eins noch. Ich wollte damit noch nicht enden. Weder in Jimmys Leben noch im Bundestag geht es immer bierernst zu. So wettet man gerne mit einem Kollegen, der gerade zum Rednerpult gerufen wird, noch schnell ein und ruft ihm ein Wort zu, das dieser in seine Rede einbauen muss. So rief Manuel Höferlin einmal bei einer Aktuellen Stunde Jimmy das Wort Bierkasten zu. Darf es auch Bierfass sein? Fragte Jimmy zurück und eilte weiter zum Pult. Diese Wette hat er gewonnen. O-Zapft ist nicht mehr nur der Ausspruch nach dem Anstechen eines Bierfasses. Padelun, vielen Dank. Jetzt kommen auch meine Folien, das ist doch auch mal was. Das heißt, es kann gleich mehr oder weniger weitergehen. Und weiter geht es auch. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert, aber ich erzähle euch das jetzt einfach, weil ich muss ein bisschen Zeit überbrücken. Ich bin nicht mal CCC-Mitglied. Ihr dürft jetzt Buh rufen. Ich sage ja, interessiert keinen. Dabei haben wir was vorbereitet. Wir kommen um die leidige Buchhaltung natürlich nicht drum herum. Das heißt, wir werden jetzt gleich den üblichen Rechenschaftsbericht hören. Diesen Rechenschaftsbericht wird Vollkorn. Bist du schon da? Ist er nicht. Vorhin war er noch da. Diesen Rechenschaftsbericht wird Vollkorn hier zum Besten geben. Und ich habe darum gebeten, dass er mir einen Mitgliedsantrag mitbringt, den ich dann ausfüllen kann, während ihr den Vorträgen lauscht. Weil was soll ich machen, außer auf die Stoppuhr zu gucken und die ganze Zeit zu denken... Das waren keine 5 Minuten, Padelun. Moin. Moin. Muss uns erstmal noch ein Mikro geben. Achso, ja, hast du einen Antrag für mich mit? Ich habe das gerade gehört. Ja, es ist, ne? Musst du ja noch einen schnell ausdrucken hier. Was kostet das denn eigentlich? Ich weiß nicht, bist du noch Student? Nur wegen der Fahrkarten und der Krankenversicherung. Ja. Also in dem Fall wäre es 36, aber nee. Sonst halt 72 Euro. 72? Ja. Na, da ist Amazon Prime billiger, ne? Ach, echt? Mhm. Und die bringen es einem sogar nach Hause. Also wenn du nicht zahlst, schicken die auch Briefe.
Na, ich fülle das dann mal aus. Macht ihr doch einfach mal den Rückblick. Vollkorn und Letti, bitte. Ihr habt 5 Minuten, so wie Padelun. Wunderbar. So, genau, ich bin einer derjenigen, die die Mitgliedsdaten des Chaos Computer Clubs verwalten. Und da seht ihr das Office in Hamburg, so wie wir es immer nennen. Da auf diesem kleinen Rechner da links neben dem Bildschirm, da liegt die Datenbank, die nur offline ist, also die wird nicht ans Internet angeschlossen, weil Sicherheit und so. Naja, das Bild, das gebe ich jetzt zu, das ist nicht ganz aktuell, das Bild. Dieser kleine PC ist inzwischen ein Intel NUC und so. Und außerdem ist es inzwischen viel vollgestellter und unaufgeräumter, weil das Bild war direkt nach dem Einzug. Aber okay. Ja, auf jeden Fall haben wir uns die Daten auf dieser Datenbank da nochmal angeschaut und versucht, ein paar interessante Informationen daraus zu ziehen. Und dafür habe ich mir die Hilfe von der Letti geholt, die nämlich wunderbare Informationen rausgezogen hat. Ja, also erstmal dachte ich, du würdest mich verarschen, weil die erste Zahl der Mitglieder von 2013 ist 4242. Also 4242 Mitglieder. Und ich dachte, ja, ist ein bisschen ein Spaß. Nee, wir sind aktuell so bei 7900 Mitgliedern. Was man so sehen kann, ist immer mal wieder Sprünge drin sind. Das ist ganz klar immer nach dem Kongress. Aber halt auch, dass es mal zu Rückwärtssprüngen geht, weil wir natürlich auch wie jeder Verein ein paar Karteileichen haben, die wir dann auch mal aussortieren müssen. Was mich so ein bisschen interessiert hat, was haben wir eigentlich so für Jahrgänge? Also wer steigt wann in den CCC ein und wer ist auch immer noch dabei? Da haben wir so von 86 bis 96 meistens nur so um die maximal 10 Mitglieder. Und dann wurde es halt immer mehrer. Und man hat so ein paar Sprünge irgendwie gesehen, zum Beispiel 2008, da sind irgendwie noch knapp 400 Leute dabei. Und was ganz interessant ist, das Snowden-Jahr 2014, hätte man ja meinen können, ja, viele sind nur eingetreten und treten vielleicht auch bald wieder aus. Aber aus dem Jahr haben wir irgendwie immer noch die meisten Mitglieder von knapp 900. Ja, und dieses Jahr hinkt vielleicht so ein bisschen hinterher, aber kann ja noch nach vorne und nach hinten gehen. Als letzte Grafik haben wir mal so ein bisschen geschaut, wo kommen so eigentlich die Leute her, die im CCC sitzen und wo sind so die starken Regionen. Wir haben jetzt hier diese Postleitzregionen, was so die 2 Ziffern der Postleitzahlen sind. Und natürlich ist Berlin irgendwie am größten. Da sind sehr, sehr viele Leute aus dem CCC, aber natürlich auch in Hamburg. Und dann haben wir noch so ein paar interessante Städte wie Düsseldorf und Köln oder generell der Ruhrpott ist sehr, sehr stark. Und natürlich auch Karlsruhe. Und warum Karlsruhe? Na, da haben wir die GPN. Da ist natürlich auch, sind viel, viel Leute unterwegs, aber auch in München. Und seitdem wir in Leipzig sind, auch Leipzig ist extrem stark geworden. Man könnte vielleicht meinen, dass weiße Regionen drin sind, aber nein, dieses Jahr ist es auf jeden Fall so, dass wir aus allen Postleitregionen Mitglieder haben im CCC. Alle weißen Flecke geschlossen. Ja, Holgi, hast du eine Frage? Soll ich dir was erklären? Nein, macht ruhig weiter, noch 2 Minuten. Okay, noch eine Statistik, die wir jetzt aber nicht schön als Grafik aufbereitet haben, das ist die Anzahl der Mails. Das ist bei uns in den letzten Jahren so ein bisschen explodiert, weil mit den Mitgliederzahlen gibt es halt auch mal Mitglieder, wie man schreiben muss und alles. Und wir haben ein bisschen versucht zu automatisieren und all solche Sachen. Und inzwischen ist es bei etwa... Also jetzt zu 2019 haben wir etwa 33.000 E-Mails rausgesendet, zum Großteil automatisiert, um euch zu informieren, hey, euer Mitgliedsbeitrag ist fällig oder hier haben wir jetzt den neuen Mitgliedsbeitrag, den ihr bezahlt habt, empfangen und so fort. Aber wir haben auch etwa 4.500 E-Mails empfangen und bearbeitet. Und das muss man mal umrechnen so, das sind dann irgendwie etwas unter 90 Mails pro Tag, also 180 Ost, naja, also ihr wisst, was ich meine, und dann treffen wir uns einmal die Woche im Office üblicherweise, so im Schnitt, manchmal ein bisschen weniger, zum Beispiel diese Woche nicht, und bearbeiten an einem Abend in so 2, 3, vielleicht auch mal 4 Stunden, je nachdem, wie viele Mails gerade reingekommen sind, diese ganzen Mails. Darum freuen wir uns halt immer super, wenn Leute sich vorher schon informieren, weil dann haben wir an dem Abend weniger Zeit, die wir damit verbringen müssen, E-Mails zu beantworten und können mehr Pizza essen oder so. Und deshalb, magst du einmal, finden wir es immer super, wenn ihr euch vorher einmal die ccc.de FAQ anschaut, bevor ihr eine Frage habt und ans Office schreibt. Und vielleicht auch die Mails, die wir schicken, lest. Weil ganz oft haben wir so den Fall, hey, sagt mal, wann ist eigentlich mein nächster Beitrag fällig? Wisst ihr, was meine Antwort darauf ist? So ein Quote aus der Mail,
auf die geantwortet wurde, die wir ursprünglich schrieben, wo dann der Satz drin steht, dein nächster Beitrag ist fällig am. Ja? Oder auch ganz beliebt, hey, wir haben ein Problem mit deinem GPG-Key. Hier ist die Fehlermeldung, die wir bekommen haben, melde dich mal bei uns. Und dann drunter steht dann, bitte sende uns keinen ganzen GPG-Key zu, weil unsere Software derzeit nur GPG-Keys unterstützt, die auf den Key-Servern liegen. Was kommt als Antwort? Hier ist mein GPG-Key im Anhang. Danke. Naja, also, wie sieht's aus mit deinem Antrag? Der ist durch, ja. Ja? Ich bin ganz froh, dass ich per Überweisung bezahlen kann. Dann muss ich hier niemanden nach meiner IBAN fragen, weil ich die immer nicht auswendig weiß. Also, bitte. Sehr schön. Das wäre jetzt der zweite Verein, in den ich in meinem Leben eingetreten bin. Das finde ich schlecht. So, und wer das auch machen möchte? Es gibt den Vereinstisch hier auf dem Kongress. Der ist beim Infodesk. Dafür ist die Karte hier angezeigt. Drüben im CCL. Da könnt ihr hingehen. Und da könnt ihr Mitglied werden, selbstverständlich. Ihr könnt auch mit den Leuten dort Probleme klären, die ihr habt. Und der Infodesk, oder ach ja, natürlich könnt ihr auch Mitgliedsbeiträge bezahlen. Sehr datensparsam an der Stelle. Und ihr könnt, falls ihr sonst noch Probleme habt, uns auch immer per Mail und Brief erreichen. Also, das von meiner Seite. Ich hätte noch eine Frage. Gerne. Da steht ja, ich soll das überweisen. Schick dir mir noch mal eine Mail, wo drin steht, jetzt überweisen, weil du jetzt Mitglied geworden bist, weil in der Überweisung muss ja die Chaosnummer stehen und ich habe ja keine. Guter Punkt. Auf dem Mitgliedsantrag steht es auch drauf meistens. Also. Oh. Unten stand nur was. Genau, also. Und zwar, wir bearbeiten den und dann bekommt ihr eine Mail, da steht drin, hey, willkommen im Club, hier ist deine vorläufige Chaosnummer und diese Chaosnummer gib bitte an in deiner Überweisung und dann steht auch nochmal drin, wohin das Geld überwiesen werden soll und wenn das Geld angekommen ist, dann ist die Mitgliedschaft offiziell begonnen und dann ist das nicht nur eine vorläufige, sondern eine richtige Chaosnummer. Dankeschön. Gerne schön. Das muss so ungefähr, ich weiß es gar nicht, 1998, 1999 gewesen sein. Da war der Kongress noch im Haus am Kölnischen Park in Berlin. Kennt ihr das noch? Da gab es irgendwie so einen Raum. In diesem Raum, da hatten die Hexen eine Nintendo 64 hingestellt und darauf lief Mario Kart. Und ich habe nie was mit Computerspielen anfangen können, bis ich in diesen Raum gekommen bin und dann im Grunde den kompletten Kongress damit verbracht habe, bei den Hexen Mario Kart zu spielen. Was dazu geführt hat, dass ich seitdem mir Spielekonsolen kaufe, um Mario Kart zu spielen und nichts anderes, womit ich unter anderem meinen fast 13-jährigen Beutesohn in den Wahnsinn treibe. Der kann nämlich nicht verstehen, dass man mit einer Switch nichts anderes machen will, als Mario Kart zu spielen. Eins ist sicher, die Schuldige, zumindest eine davon steht jetzt hier. Ich nehme dich einfach in Sippenhaft. Ist okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ja gern geschehen. Was die Hexen so gemacht haben 2019, erzählt euch Agnes. Moin. Das ist jetzt schon lange, lange her mit dem Mario Kart. Ja. Zwischenzeitlich hatten wir ein paar Jahre, wo wir nicht mehr wussten, ob wir überhaupt existieren. Da waren so 3 Hexen da. Jetzt haben wir das einfach mal verhundertfacht. Jetzt sind wir so 300. Damit sind wir doppelt so groß wie zum Beispiel der Hamburger Erfer als Chaos-Treff. Und das heißt, wir haben im letzten Jahr alleine 100 neue Hexen reinbekommen. Das ist ein Wachstum um 70%. Das muss man erstmal schaffen. Und es sieht ganz gut aus, dass wir das dieses Jahr weiter so machen. Genau. Weil wir die letzten Jahre bei den Jahresrückblicken schlicht nicht da waren, geben wir euch jetzt am Anfang mal einen kurzen Überblick, wie es hier gerade so steht, wie die Hexen überhaupt funktionieren, zum Beispiel organisatorisch. Also zum einen, wir haben diese 292 Hexen, also ungefähr 300, ich glaube jetzt sind es 320, Hexen versammelt auf einer Mailingliste. Wir haben, um so Assemblies oder die Camp Village aufzuziehen, Verantwortlichkeiten, circa 12 Hüte, so nennen wir das. Immerhin Hexenhüte eignen sich dafür hervorragend. Und wie das üblich ist in Chaos-Treffs oder in Erfas, geht es gerne mal über Vitamin B, solche Orga-Hüte zu bekommen. Und wir sind davon dieses Jahr ein Stück weggegangen und haben einfach beschlossen, wir wissen ja, wer alles auf den Kongress geht, nämlich alle die auf der Orga-Assembly-Liste stehen. Wir wählen einfach mal 10 zufällig aus. Fragen die, ob die mithelfen wollen und tada, wir haben 5 neue Hexen, von denen wir nicht wussten, dass sie Interesse an solchen Sachen haben und Lust haben, eine Assembly aufzubauen und Workshops zu machen. Und dementsprechend sind wir weg von diesem Vitamin-B-System und es klappt auch noch.
Wenn ihr generell die Hexen unterstützen wollt, wir sind ein Chaos-Treff, wir sind kein Verein und dementsprechend liegt unser Geld bei Entropia und die sind gemeinnützig, da kriegt man sogar steuerrelevante, gemeinnützige Spendenquittung, hervorragend. In den Social Medias findet ihr uns seit einem Jahr unter Hexen.c bei Twitter und unter Hexen bei Mastodon und ab und an beantworten wir auch Fragen, so einmal pro Tag auf dem Kongress. Da fehlt ein Bild, aber wir... So, Entschuldigung, da fehlt ein Bild, ein wichtiges Bild, aber so passiert das halt, wenn alle Folien zusammengemercht werden auf dem Mac. Wir haben an Tag 4 einen Hexenjahresrückblick, der nur so heißt, weil wir gerne schwierige Themen euphemistisch umschreiben. Und zwar geht es da vor allem um Femizide und um was wirklich bei der Hexenverbrennung passiert ist und wie das vermutlich so abgelaufen ist. Und generell das Thema, was die Hexen an sich bezüglich Feminismus bewegt, ist immer diese heilige Dreieinigkeit zwischen Frauen können nur Jungfrau, Mutter oder Heilige werden oder Hure werden und alles andere ist irgendwie seltsam. Die selbstbewusste Person, die sich im Begriff Frau wiederfindet, naja. Was man jetzt auf dem Bild, was fehlt, sieht, ist, dass man zu der Zeit der Hexenverbrennung Frauen, die vermutet wurden, dass sie zu viel gelabert haben oder sich aufgestemmt haben gegen tradierte Vorstellungen, dass man die mit einem Metallkäfig an einer Leine durch die Gemeinde gezogen hat, um zu zeigen, dass diese Person den Mund nicht halten kann. Und das ist das, wogegen wir gehen. Und seit 30 Jahren lehnen sich Feministinnen gegen diese ganze Idee auf und wir sind immer noch nicht so weit, dass wir hier eine entspannte 50-50-Ratio haben. Aber wir machen ja gerne weiter. Deswegen haben wir einfach über die letzten 3-4 Jahre, als die ganze Sache wieder so hochkam und sehr viele neue Hexen nachkamen, lokale Gruppen gegründet. Ihr seht die in schwarz, das sind die Hexengruppen. Die in lila mit dem Fuck kennzeichnen sind die Frauen- und Computerkramgruppen und zwischendrin gibt es noch ein paar freie. Denn eigentlich ist es egal, wo ihr herkommt. Hauptsache ihr gründet. Viele sind assoziiert mit CCC Hackspaces, andere haben ihren eigenen feministischen Hackerspace gegründet und es wäre schön, wenn die Karte noch voller wäre mit den Bubbles, nicht wahr? Denn das fänden wir alle gut. Aber wir hören damit nicht auf, wir gehen weiter. 2020 mehr von allem, mehr lokale Gruppen, mehr Repräsentanz auf dem Easter Hack. Möglicherweise gehen die Hexen campen, weil irgendjemand findet Campen ja ganz toll. Wir ja anscheinend alle. Es gibt wieder mal ein Geek-End, wahrscheinlich im Oktober im Stratum in Braunschweig. Das steht schon fest. Hallo Braunschweig, willkommen. Generell ist aber dafür die Anmeldung nur über die Liste möglich. Und wenn ihr eine neue lokale Gruppe seid, dann meldet euch über info@hexen. Wir tragen euch einfach ein und das ist alles nicht so wild. Hexe kann man nur werden, wenn man eine Hexe getroffen hat. Sei es auch nur für 2 Minuten, um die Mailadresse hinzuhinterlegen. Es ist nicht möglich, eine Hexe zu werden, indem man sich per E-Mail bei uns meldet. Deswegen findet unsere Assembly, hinterlasst eure E-Mail-Adresse und die Sache ist quasi gebongt. Und jetzt kurz nochmal der Überblick, was wir auf dem Kongress machen, denn es ist ja erst Mitte vom Kongress. Wir haben generell einen Fahrplan unter hexen.org, den könnt ihr da finden. Es gibt diverse Talks zu diversen Themen von Performances, wie für die Verlesung des Ärgers über Welcome Pattern, der ist morgen Abend, wie man Neulinge in den Hackspace integriert. Es gibt Projekte wie zum Beispiel die feministische Bücherei oder den Seed Exchange. Die Memorials findet ihr im C3NAF. Und es gibt massig Workshops, die vor allem von Hexen oder nicht von Hexen organisiert werden, für Nicht-Hexen, für alle. Ganz wenige sind geschlossen und wir würden uns freuen, wenn die komplett genderdivers in diesen Workshops wären, weil wir machen das Programm nicht nur für uns, Feminismus ist für alle da. Gleichberechtigung wollen wir ja alle. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Nächste Person. Moment. Hier steht auf meinem Ablauf, steht noch Suppensamstage. Da hast du nicht drüber gesprochen. Was hat es da denn mit auf sich? Bitte was? Hier steht Suppensamstage. Ich kenne keine Suppensamstage, aber wir machen jetzt gleich Geburtstagsparty. Wir werden dieses Jahr 30. Bei mir steht Suppensamstage. Dann nicht. Wieder keine Suppe. Ich hätte vielleicht da persönliches Interesse dran gehabt. Aber gut. Nein, kochen musst du schon selber. Schon gut, ich streich das alles weg. Das ja, ist aber ich gehe jetzt Torte essen. Ja. Viel Spaß. Tschüss. 30-Jähriges. Hallo. So spätestens jetzt bin ich irritiert. Wer seid ihr denn? Wir sind Julika unter 8 aus dem Neotopia in Göttingen. Und wir erzählen unter anderem etwas über Suppensamstage. Das ist genau. Nämlich, weil das doppelseitig gedruckt ist. Da verliert man völlig den Überblick. Ihr habt schon, bitte. Jetzt gibt's was über Suppensamstage zu hören.
Genau, wir haben. Und der Erdgeist meldet sich nachher nochmal gesondert bei mir, bitte. Wir waren im letzten Jahr ziemlich aktiv und ein paar von unseren Aktivitäten möchten wir kurz vorstellen. Gibt es eine neue Folie? Jemand muss klicken. Man muss klicken. Genau. Wir, das heißt acht Hacker und Hexen aus dem Neotopia in Göttingen, haben sich überlegt, dass wir gerne eine Jugendgruppe gründen möchten. Wir sind zum Teil Eltern, wir sind zum Teil keine Eltern, Studierende, noch ein Jugendlicher auch dabei. Wir haben uns ein Jahr Gedanken gemacht und dann im August eine Jugendgruppe gestartet. Das sind ungefähr 20 Junghexen und Junghacker zwischen 7 und 17. Und wir möchten ihnen einen Raum bieten, um zu lernen, also Grundlagen zu lernen und zum anderen aber auch sich zu vernetzen. Und das klappt ganz wunderbar und wir haben sehr viel Spaß dabei und wahrscheinlich lernen wir sogar am meisten dabei. Und ein Projekt haben wir mitgebracht, da stellt Herr Acht kurz vor. Genau, wir haben ein Matelite gebaut und was ganz spannend ist, wir Mentoren, wir sind alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Ich komme eher so aus der Hardware. Julika macht ganz viel Physik und Datenkram und so. Und andere Leute machen viel Software und wir lernen auch ganz viel voneinander. Und was wir gemacht haben mit den Kids war ein Matelite zu bauen. Ihr kennt das, das sind diese großen Dinger, wo man in Matekästen RGB-LEDs reinsteckt und dann dreht man die um und guckt auf die Böden und dann hat man große Pixel-Displays und wir haben mit den Kids tatsächlich Platinen entwickelt, wir haben SMD gelötet mit den Kids, wir haben wirklich richtig gestencelt mit Lötpaste und allem drum und dran und am Ende kam dann ein fertiges Matelite bei raus, was ihr bei Chaos Jetzt euch anschauen könnt. Das haben unsere Kids zusammengeschraubt. Genau. Und hier seht ihr, okay, ist zu spät. Eben habt ihr gesehen, wie wir es zusammen programmiert haben. Genau. Next Topic, Hacky Hour. Mist, wie kommen wir jetzt zurück? Wie komme ich doch hier zurück? Hacky Hour, genau. Vor 3 Jahren entstand die Idee, dass wir in Göttingen auch eine Hacky Hour anbieten können. Die Idee ist nicht von uns, sondern die kommt aus Würzburg. Und die Idee ist, dass sich Wissenschaftler, Nachwuchswissenschaftler insbesondere, einmal im Monat treffen, um sich gegenseitig Werkzeuge und Programmiersprachen beibringen, kurz zeigen, um Daten auszuwerten. Das heißt, einmal im Monat treffen wir uns, es gibt einen kurzen Vortrag von ungefähr 15 Minuten und danach ein Hands-on, das heißt, alle können diese Programmiersprachen ausprobieren, die Tools ausprobieren oder diskutieren, wie sie am besten eingesetzt werden können. Auch da lerne ich am allermeisten dabei. Wer die Idee gut findet, kann einfach Hacky Hour googeln und selbst eine Hacky Hour in seiner eigenen Stadt aufbauen. Wir freuen uns über jede Hacky Hour, die in Deutschland entsteht. Es sind schon immer mehr geworden und vielleicht nächstes Jahr gibt es noch viel mehr. Das fänden wir sehr schön. Genau. Dann gibt es die Suppensamstage und UDSSR. UDSSR steht für unsere deliziösen Suppensamstagsrezepte. Genau. Das Konzept von Suppensamstag ist, dass Menschen am Samstag zusammenkommen, vegane Suppe zusammenschnippeln. Magst du eine Folie weitermachen? Das sieht dann am Ende so aus. Viel Grünzeug, das kommt alles in einen Topf, dann wird umgerührt und heiß drunter gemacht und alle sind glücklich. Und neben dem Essen kochen bespricht man noch interessante Themen wie Verschlüsselung, Backups und alle möglichen anderen Sachen. Bevor uns der Ton abgedreht wird, es gibt jetzt auch eine Hexengruppe in Göttingen. Seit Halloween treffen sich 8 Hexen zweimal im Monat für 2 Stunden. Und wer aus Göttingen oder der Nähe kommt, mag mich gerne ansprechen oder zum Open Chaos kommen. Und wir freuen uns, wenn wir noch größer werden. Und eine unserer Mitglieder hat gerade eine Bibliothek gegründet. Und auch die darf natürlich von allen Menschen aus der Gegend gerne gelesen und angeschaut werden. Ah, unsere Hexe, die hängt an der Tür, wenn wir uns treffen, damit niemand anderes reinkommt. Last but not least haben wir uns noch einen Lasercutter besorgt und damit ganz viel Unsinn veranstaltet. Und wir haben, das ist einfach mal so Kalibration, Gravurtabelle, wir haben vor allem ganz viele Stencils gemacht. Wir kommen aus Göttingen ist sehr politisch aktiv und da unterstützen wir auch die eine oder andere Gruppe und haben für die nette Sachen gemacht. Das ist mal so eine Übersicht, was an Stencils alles so rausfällt an einem Abend. Und man benutzt diese Stencils natürlich, um zum Beispiel Beutel zu besprühen oder Transparente. Genau. Und damit wären wir eigentlich durch. Dankeschön.
Gut. Ah, jetzt. Jetzt wollte ich gerade sagen, was das. Also wir haben nämlich was Neues. Wenn die jetzt ihre 5 Minuten reißen, dann kommt dieser Mann mit dem roten Bart auf die Bühne und zupft denen so lange am Pulli, bis sie völlig aus dem Konzept kommen und nicht mehr wissen, was los ist. Die Tage, das war schon ein bisschen her, da war noch schönes Wetter, kam irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, meinte zu mir, dann haben sie auf dem Camp, haben sie dann irgendwie im Suff irgendwie, was macht das Telefon aus? Haben die im Suff irgendwie sich sowas überlegt? Ich weiß überhaupt nicht, Chaos, jetzt, Noemis, wer ist das von euch beiden? Ja, sag mir bitte, dass das mehr ist, als dass ihr euch im Suff irgendeinen Quatsch überlegt habt. Ich glaube, betrunken war keiner von uns dabei. Das war am helllichten Tage. In der Hitze wäre das ja nicht auszuhalten so gewesen. So ist das, also, aber so ist das mit der stillen Post. Ihr wart also fürchterlich betrunken und habt euch Folgendes ausgedacht. Genau. Was wollen wir denn überhaupt machen? Unser Plan ist, dass wir junge Menschen im Chaos miteinander vernetzen wollen und so eine Plattform für uns bauen und erstellen. Und zum anderen auch Jugendarbeit in Spaces zu stärken. Zum Beispiel die Jugendgruppe jetzt im TTC Gö. Wir sind auch eng damit verknüpft. Genau. Ja, wir sind Menschen aus dem gesamten Einzugsgebiet des TTC. Also alle Regionen sind vertreten. Unsere Kernzielgruppe sind 14- bis 18-Jährige. Unsere erweiterte Zielgruppe besteht aus 19- bis 25-Jährigen. Und auch selten kommen 26- bis 27-Jährige vor. Und bisher haben wir noch nicht ganz so viel gemacht, weil wir haben uns jetzt erst gerade auf dem Camp zusammengetroffen. Aber ganz passend zum Namen haben wir jetzt schon die Domain chaos.jetzt. Und dort haben wir auch einen Matrix-Chat, den ihr natürlich gerne joinen könnt, wenn ihr bei uns aktiv werden wollt. Und für die, die lieber so altmodische Technologien mögen, sind wir sogar im IRC, im Chaos-Jetzt im Hackend vertreten. Ja, wenn du mitmachen möchtest, komm zu unserem Treffen an Tag 3, also morgen in der Wikipacker WG im Esszimmer um 17 Uhr. Da machen wir ungefähr 2 Stunden oder vielleicht auch noch was mehr. Ein kurzes Treffen und machen vielleicht die Planung für zusätzliche und die nächste Planung, was wir bald machen wollen. Oder kommt auch sonst immer gerne zu unserer Assembly, der Chaos Jetzt Dome, auch in der Wikipacker WG. Das ist unser Ort zum Chillen, wo wir rumliegen können, wo wir an unseren eigenen Projekten arbeiten können. Wir haben auch ein Geekend in Göttingen geplant, vom 28. Februar bis zum 1. März 2020. Mehr dazu gibt es bei dem Meetup oder halt online in unserer Matrix, wo wir auch Telefonkonferenzen stattfinden lassen. Und dabei sind wir auch direkt beim nächsten Punkt. Kommt in unsere Matrix oder in den IRC-Channel und macht mit. Natürlich können auch alle, auch die Älteren unter uns, uns auf Twitter folgen oder auf Mastodon oder beides. Und lasst uns das Chaos verjüngern. Wenn der Club PR macht, dann ist das meistens ein relativ großes Ding. Also alles, was der Club so aussendet, ist von eher großer bundesweiter Relevanz und kommt in der Region, also auf regionaler Ebene, ist die Relevanz der Aussendung vielleicht gar nicht so groß. Denn auf regionaler Ebene wissen wir alle, da interessiert die Menschen eher was anderes als die große Politik, sage ich mal. Beste Bild dafür ist die Umgehungsstraße. Dass es trotzdem auch in regionaler PR was zu tun gibt und was es da zu tun gibt, das weiß Phabos. Warum seid ihr denn zu zweit, Phabos? Warum wir zu zweit sind? Naja, der Herr Igler hier drüben hat da wesentlich mehr Erfahrung mit Pressearbeit und deswegen ist er auch heute Abend mit hier oben. Hätte ich mir vorher heute Abend. Ich habe irgendwie. Wieso da nur ich da stehe und nicht der Phabos? Der ist ja mindestens genauso dick wie ich. Ja, guck mal, kann funktionieren. Ja, ja. Könnte sich ausgehen. Okay. Wer glaubt ihr, wer ihr seid? Holger Klein? Okay, aber weil wir nicht so viel Zeit haben, was RegioPR ist, was wir erstmal nicht sind, wir sind keine Konkurrenzveranstaltung zu unseren wunderbaren Pressesprechern. Weil wir wollen gar nicht in Konkurrenz treten. Wir haben was anderes, was wir machen, und zwar wir vernetzen quasi so ein bisschen die ganzen Airfars und die Chaos-Treffs, die alle zusammen ja jeweils für sich auch PR-Arbeit leisten, Öffentlichkeitsarbeit. Jeder kennt das vielleicht, der schon mal ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Auf einmal bombardiert irgendeinen einen vielleicht mal mit einer Anfrage oder man möchte selbst auch mal irgendwo was in die Presse oder irgendwo hinbringen. Und weiß dann aber gar nicht so richtig, was man machen soll. Und es gab da gerade bei Chaos macht Schule immer wieder viele Leute, die sich auf Treffen gefragt haben,
wie machen wir das überhaupt? Was können wir eigentlich tun, wenn wir mit der Presse sprechen wollen? Oder wenn uns die Presse mal anspricht, wie reagieren wir da eigentlich überhaupt? Und daraus ist dann auf einem Regio-Wochenende die Idee entstanden, lasst uns doch mal zusammensetzen und überlegen, was wir machen können. Da waren wir 4 Leute, die gesagt haben, na komm, probieren wir mal aus. Und das Endergebnis war dann, dass wir seit 2018 uns regelmäßig in Mambeln treffen, einmal im Monat. So, weil wir keine Zeit haben, jetzt sage ich mal ganz frech, doku.ccc.de, dort Regio-PR einwerfen. Ja, hier? Oh, egal, ist da. Wir haben auch ein Projekt schon am Laufen, wir hatten schon einen Workshop, haben wir auch gemacht, im schönen Wien, klar, wir Ösis machen uns immer wichtig. Wir haben als erstes großes Projekt auch vor zum Datenschutztag, zum Europäischen, da haben wir eine Software entwickelt in Wien, mit der man Abfragen richten kann, Auskunftsbegehren nach DSGVO, wird auch auf doku.ccc.de dokumentiert sein. Wir hätten gerne, dass da viele mitmachen. Wir sind ganz jeden ersten Montag im Monat, 21 Uhr, kommt mit ins Mumble, alles trägt sich von dort weg. Je mehr mitmachen, desto besser wird es. 59, 58. Ich zähle jetzt nicht weiter, aber wie gesagt, macht halt einfach mit bei dieser ganzen Sache. Wenn ihr ein bisschen was über Regio-Arbeit oder über die Öffentlichkeitsarbeit noch mit lernen wollt oder vielleicht auch Erfahrungen habt, die ihr mit reinbringen könnt, würde uns allen sehr freuen. Okay, Dankeschön. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Kollege anfängt, die Zeit zu nehmen, wenn ich nach dem nächsten, also jetzt anfange zu reden und das alles von der Zeit der Speaker abgeht. Ich bin in den 80er Jahren zur Schule gegangen, an meinem Gymnasium. Nein, ich höre auch in den 80ern wieder auf zu erzählen, keine Sorge. An meinem Gymnasium gab es Informatik als Unterrichtsfach. Das war so ein Raum, da standen, ich glaube, es waren Apple II-Geräte damals, die da rumgestanden haben. Wir haben Turbo Pascal gelernt. Haben sehr schnell rausgefunden, was wir machen können, dass diese Dinger anfangen zu piepen und nicht mehr aufhören zu piepen. Irgendwie until falls, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls haben wir dann die Maschinen piepen lassen und sind dann zu den Mädchen in die Raucherecke gegangen. Und das war so meine digitale Revolution. Dass Schule auch ein bisschen anders kann, wird Benny uns jetzt hoffentlich erzählen. Und lasst ihm mal 5 Minuten, Himmel. Im Grunde genommen habe ich sogar 2 Themen, über die ich sprechen will. Beide Chaos macht Schule. Ich möchte euch zum einen einen Überblick über die Aktivitäten von Chaos macht Schule im Jahr 2019 geben. Dazu gehören zum einen viele Workshops, die wir an Schulen gegeben haben, aber zum anderen gehört da auch eine Stellungnahme dazu, die wir zur Umsetzung des Gesetzes, die wir zur Umsetzung des Digitalpakts in Hessen geschrieben haben. Um Informatikunterricht geht es dabei eher nur am Rande. So, erstmal was Allgemeines zum Thema Chaos macht Schule. Chaos macht Schule ist ein Bildungsprojekt vom Chaos Computer Club und wir haben das Ziel, Technikbegeisterung und die Mündigkeit im Digitalen von Schülerinnen und Schülern zu fördern. In der Praxis gehen wir als Chaos macht Schule regelmäßig in Schulen, um dort in Workshops die Chancen und Risiken von neuen Technologien mit Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. Das machen wir mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und wir sind, wie im Club so üblich, dezentral organisiert. Wir sind in Deutschland aktiv, aber auch in der Schweiz und in Österreich. Auch wenn man von uns vielleicht überregional gar nicht so viel hört, haben wir auf lokaler Ebene 2019 doch einiges gemacht. Es gibt sicher in 15 Städten aktive Chaos macht Schule-Gruppen, wobei viele von denen tendenziell immer zu wenig Leute haben. Vielleicht habt ihr gesehen, dass heute auf dem Kongress relativ viele Kinder mit ihren Eltern rumliefen. Heute war nämlich der Junghackertag, den wir veranstaltet haben mit Unterstützung von vielen anderen Initiativen. An diesem Tag haben wir... Das geht alles von deiner Zeit ab. Keine Sorge, keine Sorge. An diesem Tag haben wir mehrere hundert Kinder auf den Kongress eingeladen, damit sie sich hier einfach mal umgucken konnten und haben verschiedene Workshops angeboten für die Kinder. Es war sehr viel Löten dabei, es gab T-Shirt-Druck. Es gab einen kleinen Workshop zum Umgehen von Gesichtserkennung. Ein sehr breites Programm hatten wir.
Wir sind aber auch nicht nur an Schulen aktiv, allgemein ist Schule eigentlich nur so ein Synonym für Bildung allgemein. Wir haben zum Beispiel, unsere Essener Gruppe war zum Beispiel in meiner Hochschule und hat mit Lehramtsstudenten gearbeitet. In Hannover wurde eine Bits- und Bäume-Gruppe gegründet, um sich mit anderen Umweltgruppen zu vernetzen. In Berlin organisieren wir zusammen mit anderen neuerdings die EduLabs, das ist so eine Community, die sich mit freien Bildungsmaterialien und zeitgemäßer Bildung auseinandersetzt. In Fürstenberg wurde ein eigener Hackerspace für Jugendliche gegründet. Die Mannheimer CMS-Gruppe war auf einer Bildungsveranstaltung vom BSI und durfte da sogar eine Keynote geben. Das sind alles so Sachen, die wir machen. Die Liste ist total unvollständig und sorry, dass die Zeit einfach nicht reicht, um jetzt so viele Sachen aufzulisten. Wichtig ist einfach zu sagen, wir machen das halt in unserer Freizeit und stoßen dabei durchaus immer wieder an personelle und zeitliche Grenzen. Deshalb möchte ich noch einen Aufruf starten. Ihr seid herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Wir suchen immer Leute. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, meldet euch doch einfach mal bei eurem RV- oder Chaos-Treff in der Nähe und sprecht mal mit den Leuten. Das ist uns natürlich irgendwie zweitrangig, was ihr alles könnt oder wie gut ihr in der Community schon vernetzt seid. Es ist uns einfach wichtiger, dass ihr Lust habt, irgendwie mitzumachen, vor allem morgens in den Schulen, auch wenn man früh dafür aufstehen muss. Insgesamt geht es uns vor allem darum, dass wir unsere Inhalte und Kompetenzen halt an Schulen über die nachfolgende Generation in die Gesellschaft transportieren wollen. Mit dem Aufkommen des Internets, also dem Internet für, sage ich mal, die breite Bevölkerung vor einigen Jahren, gab es halt eine riesengroße Herausforderung für die Schulen. Aber leider muss ich sagen, dass sie halt über 10 Jahre später die gleichen Probleme immer noch bestehen und es nicht viel besser geworden ist. Mit unseren einzelnen Workshops lösen wir natürlich die großen Probleme, die es irgendwie im Bildungssystem gibt, nicht auf. So sind wir eigentlich nur. Ja, leider bewirkt das dann nicht so viel. Deshalb haben wir uns halt, also dafür wären halt, um da was zu ändern, bräuchten wir Änderungen in den Bildungsplänen und vor allem eine Menge Fortbildung für Lehrkräfte. In den über 10 Jahren, die wir das halt machen, haben wir einige Einblicke an die Schulen bekommen und welche Probleme es da in Bezug auf neue Technologien gibt und sehen uns deshalb auch als Ansprechpartner zum Thema. Wir beraten manchmal andere und beziehen regelmäßig Stellung zu bildungspolitischen Themen. Unter anderem haben wir im Jahr 2019 eine Stellungnahme zur Umsetzung des Digitalpakts in Hessen abgegeben, über die ich euch jetzt im zweiten Teil ein bisschen mehr erzählen möchte. Der Digitalpakt wurde im Mai 2019 endlich verabschiedet. Der sieht vor, dass auf Regierungsebene, auf Bundesebene insgesamt 5 Milliarden Euro für IT-Infrastruktur an Schulen bereitgestellt werden. Und weil Bildung aber Ländersache ist, muss jedes einzelne Bundesland jetzt sein eigenes Gesetz entwerfen, wie dieses Geld eigentlich an regionalen Schulen vergeben werden soll. Und ja, wir durften da eine Stellungnahme zuschreiben. Hessen ist natürlich nur ein Bundesland, in dem wahrscheinlich viele von euch nicht leben. Ich möchte aber betonen, alle Bundesländer müssen das umsetzen und die Probleme sind wirklich überall sehr ähnlich, weshalb Hessen hier durchaus als stellvertretend gesehen werden darf. Unsere Stellungnahme bestand im Großen und Ganzen so aus 7 Kritikpunkten, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle einzeln eingehen kann. Ich möchte nur 2 Punkte ganz kurz anschneiden, damit ihr mal eine Vorstellung habt, um was es da eigentlich so geht. Und zwar ist der erste Punkt die Bildungsziele, die eigentlich kaum eine Rolle spielen in diesen Gesetzen, denn in den Gesetzen wird ganz viel über Infrastruktur geschrieben, aber es wird niemals darüber geschrieben, was es eigentlich für Bildungsziele gibt. Digitalisierung wird immer nur als technische Fragestellung angesehen. Dabei sind wir der Auffassung, dass man das Ganze irgendwie als gesellschaftliche Fragestellung betrachten muss. Schließlich hat die Digitalisierung ja auch einfach Auswirkungen auf alle Gesellschaftsbereiche. Die Bildungsziele, die es in diesen Gesetzen allenfalls gibt, sind halt das, wie kann ich die Inhalte, die wir bisher in den Schulen immer vermittelt haben, mit neuen Medien besser vermitteln als bisher und wie kann ich halt Schülerinnen zu versierten Anwenderinnen und Anwendern ausbilden von Standardanwendungen. Aus unserer Sicht müsste aber ein zusätzliches Ziel einfach die digitale Mündigkeit sein. Digital mündige Menschen sind in der Lage, technologische Entwicklungen bezüglich ihrer Chancen und Risiken auf ihren Alltag abzuschätzen und gewinnbringend zu nutzen.
Damit meinen wir Menschen, die eine ungefähre Vorstellung davon haben, was hinter ihrem Bildschirm passiert. Und das eben nicht nur auf technischer Ebene. Ein zweiter wichtiger Punkt, über den wir was geschrieben haben, das sind Lehrkräfte. Denn es ist mittlerweile so, dass nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz sind Lehrkräfte heute alle verpflichtet, neue Medien in ihren Unterricht zu integrieren. Also das gilt explizit nicht nur für den Informatikunterricht, sondern das gilt für alle Unterrichtsfächer. Nur die Frage ist halt, wie soll das in der Praxis funktionieren? Es ist ja einfach so, es wird immer mehr Technik an die Schulen gebracht, gerade durch den Digitalpakt soll es neue Infrastruktur da geben. Aber wir haben halt Lehrkräfte, die großteils einfach nicht wissen, wie man diese nutzen kann und wie man sie didaktisch sinnvoll in den eigenen Unterricht integriert. Das soll wirklich kein Vorwurf an irgendeine Lehrkraft sein. Das kann man denen einfach nicht vorwerfen. Sie haben das schließlich nie gelernt in ihrer Ausbildung. Und Fortbildung in dem Bereich gab es in den letzten Jahren eben eigentlich auch nicht. Das heißt, wir haben ein riesengroßes Defizit, was man irgendwie mal aufholen müsste. Es ist aber leider laut dem Digitalpakt und den Umsetzungen überhaupt nicht vorgesehen. Und das halten wir durchaus für ein großes Problem, weil wir einfach ungenutzte Technik haben. Und wenn euch das ganze Thema interessiert, wir haben im August 2019 unsere Stellungnahme als Ganzes auf ccc.de zusammen mit einer Pressemitteilung veröffentlicht. 17 Seiten ist sie insgesamt lang. Lest sie in Ruhe, wenn euch das Thema interessiert. Zum Abschluss noch ein kurzes Fazit. Wir haben in unserer Stellungnahme zahlreiche Probleme und konstruktive Lösungsansätze aufgezeigt, aber leider ist relativ wenig davon am Ende in das später verabschiedete Gesetz eingeflossen. Wir glauben nicht, dass das Gesetz aus technischer Sicht in der Praxis funktionieren kann. Viel wichtiger finden wir aber, dass der Digitalpakt ohne einen Richtungswechsel von zeitgemäßer Ausstattung zu zeitgemäßer Bildung zu scheitern droht. Denn es geht um mehr als Bildung. Es geht letztendlich darum, wie wir unsere Gesellschaft in Zeiten der Digitalisierung gestalten wollen. Wollen wir diesen Wandel von großen Firmen wie Microsoft oder Google durch ihre Produkte gestalten lassen und junge Menschen zu ihren Anwendern erziehen? Oder wollen wir junge Menschen befähigen, die Chancen und Risiken von Technologien besser einzuordnen? Damit würde schließlich die gesamte Gesellschaft die Fähigkeit entwickeln, den digitalen Wandel selbst zu gestalten. Danke. Das letzte Mal, als ich heute mit Linus Neumann gesprochen habe, hatte er Wortfindungsstörungen, so wenig hat er geschlafen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der noch hier ist. Bist du noch hier, Linus? Da bist du. Du bist jetzt dran, ne? Du müsstest dann... Doch, steht hier. Was? Will er nicht? Gut, machen wir was anderes. Dann machen wir was anderes. Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr wollt jetzt weiter mit der Datenschleuder machen? Genau. Ja, dann machen wir weiter mit der Datenschleuder. Was ist denn hier? Wir hatten ja ähnlich wie die Hexen ein Jubiläum, das ist ein bisschen größer. Wir haben dieses Jahr die Ausgabe 100 rausgebracht. Und das ist sie übrigens. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ja, 100 Ausgaben, Datenschleuder, was machen wir da so? Wir hätten gern ein bisschen Rückblick gemacht. Also so, was ist eigentlich von der 1 bis zu 100 passiert? Und das hat nicht so ganz geklappt. Und es waren so viele andere Themen, die das Chaos beschäftigt haben. Die 100 könnt ihr dann demnächst online lesen, wer sie noch nicht gelesen hat. Wer hat sie ja schon gelesen? Ich muss mal kurz fragen. Na doch, einige. Also, ist hier, kennt man. Das mit dem demnächst ist so ein Ding. Ich hatte eigentlich vor, dass ihr sie ab heute online lesen könnt, aber wir haben so ein bisschen mit dem diesjährigen Motto zu kämpfen. Und von daher wird das wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Aber in der 100 gab es dann statt einem Rückblick hochpolitische Themen, weil das, was das Chaos bewegt, bewegt uns auch. Als Organ des Chaos Computer Clubs wollen wir natürlich so ein bisschen das rüberbringen, was euch beschäftigt und was den Club insgesamt bewegt. Hier jetzt einfach ein paar symbolische Beispiele. Wir hatten einmal die Unvereinbarkeitserklärung der Wiener, dann ein bisschen was zu kritischer Infrastruktur mit der AG Kritis und das E-Voting in der Schweiz. Nach der 100 konnten wir natürlich nicht aufhören.
Dementsprechend gab es kurz vor Weihnachten quasi als Weihnachtsgeschenk vor dem Kongress die 101. Und da haben wir es dann mit dem Zurückschauen in die Vergangenheit so ein bisschen geschafft. Und es ist eigentlich, ja, willst du was dazu sagen? Ja, also die 101, wir haben dann sehr schöne Bildschirmtext drin, Dinge drin. Wie ihr gerade von Marei gehört habt, die haben sie ja gerade rausgebracht. Ich will euch jetzt nicht zu viel vorausnehmen, weil ich nehme an, die meisten von euch haben es noch nicht gelesen, weil gerade im Briefkasten, bevor man hierher gekommen ist. Und dieses gerade im Briefkasten, bevor man hierher gekommen ist, da habe ich mich hauptsächlich drum gekümmert. Ich habe mich also um diesen den Druck, den Versand, das Eintüten in die Umschläge und so weiter gekümmert. Und das ist ganz schön viel Arbeit. Ich meine, wir schicken die erstmal an eine Schule, wo sie dann eingetütet werden und von so einer Behindertenwerkstatt in dieser Schule dort. Und das ist alles total toll und die machen das alles großartig. Aber das heißt auch zum Beispiel, dass es nicht so bequem ist wie irgendein Lieferservice, wo man dann irgendwie einmal Geld gegenwirft und dann kommt dann irgendwann eine Datenschleuder da hinten raus, die dann bei euch im Briefkasten landet. Ich muss mich dann auch zum Beispiel darum kümmern, dass der Versand mit der Post richtig gemacht wird. Und ich bin da ja nicht so der Experte, der das jeden Tag macht. Also, das sind alles Ausreden. Also, gesteh mal bitte hier. Genau. Schaut unten rechts. Behälter 136. So läuft das bei der Datenschleuder dauernd. Ich gebe es zu, ich bin auch an diesem Ding schuld. Aber hey, wir lernen alle die ganze Zeit dazu. Es ist sehr aufregend, es macht viel Spaß. Und wir kriegen diese verdammte Datenschleuder zu euch, auch wenn es erst anderthalb Monate später als gehofft wird oder sowas. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Frequenz von irgendwie alle x Jahre auf alle halbe Jahre gerade runtergekriegt haben. So ungefähr, wenn die Post mitspielt. Ja. Also, die Datenschleuder 101, jetzt draußen, wer sie noch nicht hat, weil er kein Mitglied ist oder Abonnent oder sie, holt sie, könnt ihr auch nicht holen, die ist vergriffen. Wieder was er verbockt hat. Das heißt verbockt? Die Nachfrage ist jetzt plötzlich so hoch gewesen, so viele Leute, die sie haben, die ganzen Erfas, die gesagt haben, hey, wir wollen auch eine Box mit Datenschleudern haben, schickt uns eine zu. Nach dem Druck mussten wir den Erfa sagen, oh sorry, so viel haben wir gar nicht. Und dann hat nicht jeder Erfa so viel bekommen, wie er wollte. Aber hey, kleiner Tipp, Mitglieder kriegen auf jeden Fall eine nach Hause geliefert. Seht ihr dieses grüne I da oben? Da ist ein Vereinstisch, da könnt ihr einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Ich habe gehört, das ist gar nicht so schwierig. Und dann kriegt ihr eine Datenschleuder. Aber damit es noch einige Datenschleudern gibt, muss ich euch trotzdem noch kurz darum bitten, dass wir uns immer für alles interessiert, was euch so bewegt. Also wenn ihr Themen habt, Ideen habt, was einreichen wollt, immer einmal schön an ds@ccc.de und wir gucken dann, was wir damit machen können. Dankeschön. Dankeschön. Ja, nachdem es jetzt gerade meinen Ablauf komplett durcheinander geworfen hat, weil ich dachte, dass das jetzt alles erst in einer halben Stunde passiert. Ich guck mal, was passiert denn, wer kommt denn jetzt als nächstes? So. Freiburg kommt, hörte ich. Ja, mach mal. So aus. Worum geht's denn? Ja, eigentlich nicht ganz passend zum Jahresrückblick. Wir sind vor 2 Jahren bereits umgezogen, hatten da das ganz große Glück auf dem Mietshaus-Syndikat in Freiburg Räumlichkeiten zu bekommen. Übrigens für umziehende Hackerspaces sehr zu empfehlen. Schaut euch mal lokale Wohlprojekte an. Und wie das so ist mit diesen Umzügen, das ist ja immer grundsätzlich nach einem Jahr vollständig abgeschlossen. Ich glaube, die Einheit war BER-Jahre, aber gut. Klar, geht immer ein bisschen. Wir haben dann auch natürlich gleich Glas beantragt. Dauert in Deutschland auch etwas länger. Ich habe gute Nachrichten für uns in Freiburg. Kabel liegt, Glas auch. Ja, liegt, nein. Doppelseitig, ich habe es jetzt nicht gut. Bei der Telekom muss noch irgendjemand das SAP-Fax abschreiben und ihr wisst schon. Also demnächst haben wir Glas, juhu. Ansonsten ist in Freiburg eigentlich immer so einiges los. Viele kleine Veranstaltungen, das hier war jetzt von einem Maustag, der auch immer sehr viel Spaß macht. So langsam kommt die ganze Sache mit diesem Hackspace auch ins Booten. Wir haben immer mehr Ausrüstung, sortieren uns immer mehr und haben da ganz viel Spaß, Dinge zu tun.
Radio machen wir sehr regelmäßig. Wir hatten auch eine kleine Retro-Gaming-Nacht. Das kann ich dann vielleicht auch dir, Holger, empfehlen. So. Mario Kart ist Standardprogramm bei uns auch. Da komme ich doch mal rum dann. Genau, kommst du einfach mal vorbei. Wir haben sogar eine Dusche. Rieche ich? Weiß ich nicht, aber ich komme gleich mal rüber und kontrolliere das. Eine Waschmaschine übrigens auch, nur so als Standard, falls nötig. Dann esse ich jetzt mit weiter. Okay. Ist ja nicht so nee, das passt. Also wir haben die Räumlichkeiten schön in der Innenstadt, auch das sehr zu empfehlen. Wir haben den Umzugshäsel auf uns genommen, weil das einfach sehr schön von der Lage, von der Größe, von allem war, mehrere Räume etc. Und ich kann es eigentlich nur allen empfehlen. Es rumpelt dann natürlich maximal ein Jahr, weil so lange geht der Umzug. Aber wir haben einen ziemlichen Mitgliederzuwachs gefunden, weil wir jetzt sehr in der sehr innenstadtnah sind. 3 Minuten vom Hauptbahnhof, kommt uns doch einfach mal besuchen, falls ihr auf dem Weg in den Urlaub seid, zum Beispiel in den Süden oder ähnliches. Ich habe noch so ein zweites Ding, ein kleines Anliegen, und zwar bei vielen anderen von euch schlagen vielleicht auch so langsam diese 5G-Menschen ein. Das ist in Freiburg traditionell sehr beliebt. Das nimmt zum Teil sehr bizarre Züge an, woraufhin wir uns entschlossen haben, das hier anzubieten. Den 5G Detox Resilienz Craft Bier, auch als Junk-Variante möglich. Ganz im Ernst, aber generell, wir halten es in Freiburg gerade sehr wichtig, uns dazu zu engagieren. Wir haben uns da angeschaut, es gab dann Bürgerversammlungen und Begehren und ähnliches. Extrem viel Unsicherheit, da wird extrem viel technischer Schmuh erzählt, da haben Leute keine Ahnung, sind stark verängstigt. Da können wir als Techies durchaus was bewegen. Ja, da sind Wavies drunter, da kann man sich auch mal lustig machen. Manche Anliegen sind aber tatsächlich ernst. Leider vermischen sie dann die Wavies mit den Problemen der digitalen Bildung, wo wir eigentlich dann dazu aufrufen, dass man das doch bitte sehr strikt trennt, diese katastrophale Angst vor Strahlen und die Probleme, die wir bei der digitalen Bildung haben. Insofern, wir brauen auch gerne, wie ihr seht, das ist nämlich Craft Beer, eigenständig im Hackspace gebraut, offiziell angemeldet und allem. Schaut da vorbei, kriegt da was gegen eure 5G-Ängste. Und ansonsten würde ich jetzt auch direkt weitergeben. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich habe mittlerweile auch den Überblick über meine Papiere wiedergefunden und kann euch nur noch mal ermahnen, druckt nicht doppelseitig, sonst verliert ihr den Überblick oder macht wenigstens Seitenzahlen drauf. Das ist Daria, steht jedenfalls auf meinem Ablauf. Wie bitte? Nicht? Hat sich nicht verstanden, leider. Tatsächlich nicht? Ich habe dich leider nicht verstanden. Achso, ich sagte, das ist Daria, du bist Daria. Das ist richtig, ich bin Daria. Na gut, dann ist genau. Nicht mehr alles durcheinander. Und Daria wird aus dem Chaospot was erzählen. Genau, das ist richtig. Ich bin Daria aus dem Chaospot aus Essen. Und ich darf euch heute erzählen, was wir 2019 so in Essen im schönen Ruhrgebiet getrieben haben. Erst einmal sind wir gewachsen. Und zwar haben wir dieses Jahr die 100-Mitglieder-Marke geknackt. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Und das können wir mehr oder weniger nächstes Jahr mit unserem 10-jährigen Jubiläum feiern. Genau. So, und jetzt komme ich dazu, was wir letztes Jahr gemacht haben, beziehungsweise dieses Jahr. Und zwar waren wir viel mit Chaos macht Schule unterwegs. Wir haben verschiedene Vorträge und Workshops an Universitäten und Schulen gehalten und haben auch am Maus-Türöffnertag teilgenommen und den veranstaltet, und zwar am 3. Oktober diesen Jahres. Und haben mit Kindern und Jugendlichen dort LED-Leuchtsterne, die berühmten, gelötet und gebastelt. Dann haben wir außerdem im Februar noch die Hack im Pott ein viertes Mal veranstaltet und das war sehr erfolgreich. Wir sind auch nächstes Jahr wieder mit dabei und würden uns freuen, wenn wir 1-2 Gesichter von euch oder auch 3 oder 4 sehen. Sprecht uns an, wenn ihr Lust darauf habt. Genau, dann könnt ihr zu uns kommen. Das ging schnell. So, aber jetzt kommt der vorhin schon angekündigte Linus
Neumann auf die Bühne. Wird direkt mal einen Überblick über zwei Themen geben, die den CCC diese Woche, dieses Jahr beschäftigt haben. Das eine Thema ist Ola Bini. Ola Bini ist ein Mensch, der die falschen Freunde hatte und darum jetzt gerade in Haft sitzt. Und damit das Thema, damit Linus nicht nur über unangenehme Dinge reden muss, wird er auch noch erzählen, was Fusion bleibt denn dieses Jahr auf die Reihe bekommen hat. Denn ich weiß nicht, ob es euch so ging. Also ich hatte dieses Jahr gedacht, nee, Fusion lässt du mal aus. Das ist ja auch was für junge Leute, die nehmen alle Drogen und auf dem Dixie willst du auch nicht immer gehen und so weit. Und dann kommt auf einmal dieser Polizist und sagt, nee, hier muss jetzt Recht und Ordnung. Und dann habe ich Panik gekriegt und habe versucht, noch ein Ticket für die Fusion zu kriegen. Aber es ist nochmal alles gut gegangen. Wir fangen allerdings an mit Ola Bini. Ja, einige haben ja sicherlich mitbekommen, dass sich in Ecuador der politische Wandel ereignet hat. Und nicht nur Julian Assange ist aus der Botschaft geflogen, wo er Asyl bekommen hat, sondern auch bei weitem nicht so sehr von der Öffentlichkeit beachtet, wurde Ola Bini, ein Schwede in Ecuador, verhaftet, der dort seit 2013, glaube ich, lebt und wird jetzt dort festgehalten mit Vorwürfen, die sie ihm irgendwie nicht so ganz erklären. Sie lassen ihn aber irgendwie nicht raus aus dem Knast, weil sie Angst haben, weil er Computer programmieren kann. Und er ist da jetzt irgendwie in einer sehr komischen Situation, wo ihm die rechtlichen Wege irgendwie versperrt werden und er nicht wirklich raus kann. Ist eigentlich allen Menschenrechtsorganisationen klar, dass das so nicht in Ordnung ist, was mit ihm geschieht. Und wir sind mit vielen anderen immer wieder bemüht, da auf diesen Fall auch Aufmerksamkeit zu bringen, weil der Typ hat keinen Vorwurf, der ihm gemacht wird und ist jetzt inzwischen seit April 2019 im Knast. Wir hatten auch auf dem Camp schon darauf aufmerksam gemacht. Und ich denke, solche Fälle sind sehr wichtig, dass wir die im Auge behalten und dafür sorgen, dass hier die Menschenrechte unserer Freundinnen und Freunde gewahrt werden. Deswegen war mir das wichtig, nochmal darauf hinzuweisen im Rahmen dieses Jahresrückblicks. Wir haben natürlich in jedem Jahr irgendwie mit Angriffen auf unsere Freiheiten und Rechte zu tun. Ich habe irgendwann, ich glaube, ich will es jetzt nicht genau sagen, es müsste so um Ostern gewesen sein, wenn ich mir die Stadt angucke, in der ich den Anruf bekommen habe, einen Anruf bekommen vom Kulturkosmos, der das Fusion Festival bedroht sah von verrückten Anforderungen, was die Sicherheitskonzepte dieser Veranstaltung anginge. Und der Anruf war irgendwie so, ja, hör mal, ihr vom CCC, ne, ihr macht doch hier schon so viel und mit der Pressearbeit, das könnt ihr ja auch irgendwie, könnt ihr nicht irgendwie uns dabei helfen, eine Pressekampagne hinzukriegen, dass wir irgendwie unser Festival weitermachen dürfen und dieser Versuch der Polizei, das Festival an der Durchführung zu hindern, irgendwie eingedämmt wird. Ich habe das eigentlich, naja, ich habe mir gedacht, du kannst nicht immer nur gewinnen, also CCC-Pressearbeit ist halt eigentlich immer gewinnen. Habe ich gedacht, musst du auch mal irgendwie ins Risiko gehen. Habe ich gedacht, okay, machen wir Fusion-Pressearbeit. Es hat sich danach eine wahnsinnige Verschwörung noch offenbart, dass da tatsächlich irgendwelche AfD-Leute und verurteilte Gewalttäter irgendwie einen Plan geschmiedet hatten, das Fusion-Festival mit Wasserwerfern und sonstigen zu schützen oder zu kühlen. Dafür haben wir einen Vortrag gehalten auf dem Fusion Festival selber und der Stefan Pelzer hat auch einen Vortrag darüber gehalten beim Camp, die ich euch dann nochmal herzlich ans Herz legen möchte. Damit wären wir auch schon beim Camp und über das Camp erzählt euch der SMTV. Ja, guten Tag. Da ist er wieder. Holger, bist du ausreichend verwirrt, dein Plan? Bitte? Ausreichend verwirrt, dass dieselbe Person schon. Jetzt geht's mir wieder einigermaßen gut. Wie war es denn eigentlich auf dem Camp? Ich habe ja, weil das alle 4 Jahre nur ist. Warst du nicht? Weil das ja alle 4 Jahre nur ist, habe ich mir in die Woche, wo das anfing, genau in diese Woche, Arbeit gelegt, die ich nicht verschieben konnte. Also lass mal hören, was habe ich verpasst? Also Termin ist immer bekannt. Na, aber eigentlich interessiert mich viel mehr, wer war denn hier da am Camp? Doch ein paar. Ach Mensch, okay. Warum wart ihr denn alle nicht beim Camp? Also guckt euch das doch mal an hier auf der Leinwand, dieses Bild. Bunt, sehr bunt. Also Camp ist, du hast halt 5000 Hacker auf dem Acker. Zeltlager für Elektrogeeks. Und Staub. Ja, C3 Staub gefällt das. Also neben einigen Staubproblemen gab es eigentlich nur ein ganz großes Problem. Dieses Camp war zu kurz.
mehr Kritik habe ich am Camp nicht. Der Rest war einfach nur fantastisch. Also so Zelten und Computer, das funktioniert doch durchaus sehr viel besser zusammen, als manch einer denkt. Kann man sehr empfehlen. Es gibt in 2 Jahren auch nochmal wieder im Ausland irgendwelche Camps. Da könnt ihr euch mal umschauen und vielleicht mal einen Vorgeschmack abholen. Infrastruktur hat super funktioniert. Die Veranstaltung selber, es war einfach sehr gemütlich. Man konnte da die ganze Tag und Nacht rumlaufen. Ich habe den vollständigen Überblick verloren, was es alles an fantastischen Dingen gab. Ich habe relativ viel mit der Village Orga gemacht. Wir hatten, ich weiß auch nicht mehr, wie viele Gruppen da waren. Es waren zu viele. Und aus allen Ecken und Ländern der Republik und im Ausland. Ein ganz großes Happening, ein ganz großes Festival und eine unbedingte Empfehlung, sich das mal anzuschauen, wenn ihr denn mit draußen schlafen klarkommt. Oder Wohnwagen. Wer hatte eigentlich dieses Ding mitgebracht? Da war so ein kleines, so ein Wägelchen, das je nachdem, wo auf dem Camp es sich befunden hat, andere Musik gespielt hat und das jeder durch die Gegend schieben konnte. Und damit konnte man wunderbar trollen, wenn man das dann irgendwo in so Zeltstätte gestellt hat und gegangen ist. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das war schön. Das war so GPS-gesteuert, also Position abhängig davon wurde Musik erzeugt. Da gab es noch viel, viel mehr solche Projekte. Da haben wir aber nochmal einen Spezialisten für das allergrößte und interessanteste Projekt, nämlich die Cardio Badge. Und da würde ich mal den Gio dazu holen. Der kann euch da besser was erzählen. Ja, nach den sehr erfolgreichen Badges 2011 und 2015 war uns klar, dass wir auf dem Camp auch wieder was Neues und Innovatives brauchen. Und dann rausgekommen ist dabei das Cardio. Ich trage auch eins davon am Handgelenk. Ist also ein Badge, das man nicht um den Hals hängt, sondern wirklich als Uhr trägt. Der Name Cardio kommt nicht von ungefähr. Man kann damit eine EKG messen. Ich messe es auch hier gerade. Da sieht man auch, dass es nicht sonderlich entspannend ist, hier auf der Bühne zu stehen. Es kann aber nicht nur Cardio, es kann auch ein Druckmesser und damit kann man zum Beispiel eine Höhenmessung machen. Es hat einen Beschleunigungssensor und einen Gyrosensor, den man natürlich für blöde Leinen nutzen kann oder für sinnvolle Anwendungen. Mit den LEDs, die hier verbaut sind, kann man so schöne Light-Paintings machen, wie hier auf dem Bild sehr schön gezeigt. Es ist ein ziemlich schöner 3D-Magnetsensor drin. Und alle diese Apps, die man da gesehen hat, sind in Python geschrieben. Das heißt, die Schnittstelle ist recht einfach, aber auch die Micromarble, was ein Spiel ist, zeigt ganz gut, dass man relativ einfach mit Python trotzdem sehr tolle Sachen machen kann. Wem Python nicht reicht, der kann da trotzdem noch in C programmieren und dann hier so schicke 3D-Simulationen machen. Es gibt zusätzlich dazu eine Companion-App, die man auf dem Smartphone installieren kann, mit dem man die Daten und diese Apps dann auf das Cardio übertragen kann. Das ist nicht das Einzige, was außenrum entstanden ist. Also gerade auf dem Camp haben sich viele Gedanken gemacht. 3D-Druck und Laser-Cutter-Cases. Die CPU ist ganz spannend, weil sie eine ganz moderne CPU mit 2 Kernen ist, wo auf dem einen das MicroPython gelaufen ist. Die war so aktuell, da kommen wir gleich nochmal dazu, das hat zu Problemen geführt. Das soll ja ein Jahresrückblick sein, deswegen habe ich hier die Timeline für das Cardio. Am 35C3 hat man zum ersten Mal sich Gedanken gemacht, dass man das als Wearable am Arm haben möchte. Die ersten Prototypen sahen dann ungefähr so aus. Als man dann wusste, wie groß es ungefähr werden soll, konnte man sich Gedanken machen, was denn da jetzt alles rein sollte. Und es wurde quasi mit dem Schaltplan am Februar begonnen zu arbeiten. Die größte Frage war, wie man das Ganze wirklich am Arm tragen kann. Also die Befestigung am Armband war dann gelöst im März bei einem Workshop in Berlin. Die ersten Prototypen vom unteren Board, das wir Fundamental nennen, ist im April fertig gewesen. Und 3 Tage später haben wir es auch gleich am Easter Hack präsentiert. Direkt dann am Ende April konnte man anfangen mit der Firmware zu arbeiten. Die Platinen wurden bestückt, die Prototypen, und oh Wunder, sie haben tatsächlich sofort funktioniert. Weniger gut funktioniert hat das erste Layout des oberen Boards, des sogenannten Harmonic Boards. Das hat eher gar nicht viel getan. Trotzdem haben wir dann direkt im Mai die Badges mitverkauft, mehr oder minder als ein Crowdfunding zusätzlich zum Camp. Die Beteiligung war so hoch, dass nicht nur die es wirklich explizit dafür bezahlt haben, sondern da haben so viele mehr extra obendrauf gespendet, dass wir alle Camp-Teilnehmer damit versorgen konnten.
Die endgültigen, fertigen, die fertig designten Fundamental Boards wurden dann im Juni bestellt. Das zweite Design fürs Harmonic Board war quasi gleichzeitig fertig und das hat dann auch funktioniert, wurde mit dem Camp Design versehen und wurde dann Anfang Juli ebenfalls bestellt. Danach kam viel Handarbeit. Die Armbänder wurden nicht irgendwo bestellt, sondern die haben wir selber gefertigt. 5500 Stück wurden da entsprechend genäht. Was auch gemacht werden musste, die Displays konnte man nicht automatisch bestücken und mussten also von Hand aufgelötet werden. Dann kam uns ein Taifun dazwischen, denn diese topmodernen CPUs, die es noch gar nicht auf dem freien Markt gab, waren zu dem Zeitpunkt noch in Taiwan und konnten dort nicht starten, weil da dummerweise gerade ein Taifun vorbeikommt und das eine Woche vor dem Camp. Nebenbei haben wir uns noch mit diesen Beipackzetteln beschäftigt, die auch fertig gemacht werden mussten. Und dann direkt in den letzten Tagen vor dem Camp, nein, man sieht es sogar noch während das Camp bereits lief, wurden die Boards dann endgültig bestückt, nachdem die CPUs gekommen sind. Sie kamen dann wirklich immer paketweise direkt aufs Camp und am Camp haben wir sie mit zig Helfern geflasht und die fertig abgepackt und dann konnten wir sie auch wirklich rausgeben. Nach den allerletzten Vorbereitungen konnten wir alle am Camp damit versorgen. Jetzt einen großen Applaus für alle, die das möglich gemacht haben. Und ein großer Applaus bei den Lightning Talks heißt immer, ich kriege noch eine Minute extra. Wir sind natürlich hier auch vertreten auf dem 36C3 mit dem Cardio Assembly in der Halle 2. Da könnt ihr vorbeischauen. Wir wollen uns freuen, vor allem wenn alle, die irgendwie geholfen haben, nochmal vorbeikommen und Hallo sagen. Wir haben auch noch so ein paar Zubehörsets wie dieses EKG. Und wer was richtig Cooles damit gemacht hat, darf mit teilnehmen. Oder fehlt leider der Text. Morgen gibt es einen Wettbewerb für das Cardio. Wer tolle Apps gemacht hat oder sonstige Dinge damit getan hat, bitte morgen bis 18 Uhr das einreichen. Auf Wiedersehen. Du hast den Klicker geklaut. Na, klappt's? Er hat den Klicker geklaut. Also den Klicker geklaut. Dann er hat den Klicker geklaut, genau. Erzählen. So, jetzt muss dir doch wieder auffallen, dass was nicht stimmt mit deinen Notizen. Ja, ich gucke gerade. Entropia, sind Sie ganz ruhig im THM. THM ist richtig, aber eigentlich hätte Martin und ich hier zusammenstehen sollen. Stimmt, Martin ist nicht da, ist nur Karina. Genau, der ist leider heute kurzfristig ausgefallen. Meine Stimme versucht es echt schon den ganzen Tag, dem gleich zu tun. Ich schaffe das jetzt die 5 Minuten noch. Ich bin mal optimistisch. Geht ihr das Mikro doch einfach ein bisschen höher, dann kann sie ein bisschen flüstern. Das genau, nächste Folie. Genau. Ich bin da, um ein bisschen zu erzählen, nicht über das größte Projekt, aber wahrscheinlich das größte Village auf dem Camp, nämlich die Three-Headed Monkeys, kurz THM. Und ich bin heute hier, um gleich 4 Teams, die da zusammengearbeitet haben, zu repräsentieren, nämlich Entropia, Cardus, die Vollgas-Crew und den CCCB. Und was wir gemacht haben, ich habe ja gesehen, nicht so viele waren da, hab echt was verpasst. Wir haben halt ein großes Village gebaut mit einer eigenen Bühne, einer eigenen Bar, die auch gleichzeitig noch ein Schiff war, einem Workshop-Zelt und haben da einfach so ein bisschen unser eigenes Event im Event gefahren. Uns war es wichtig, dass es einfach schöner, ein schöner Ort wird, dass wir da wirklich was gestalten können. Wir haben eben eine Baucrew dabei, die erzählt gleich nochmal selbst dazu was, wie unsere Bausachen und was da genau so alles passierte. Aber wir haben auch dieses Village komplett betrieben. Von Video, Bar, Ton, Licht, einmal alles und wir haben uns auch noch selbst gekocht. Das war alles ganz schön viel Arbeit, aber eine super Sache, denn wir wollten einfach das Camp, was wir lieben, nutzen, um einfach auch das zu machen, was wir machen wollen, so wie wir es machen wollen und eben wirklich mehr Selbstorganisation und mehr Dezentralität in die Orga von solchen Events zu bringen. Wir haben da jetzt alle nicht so richtig bei Null angefangen. Es gab das BER auf dem Camp davor, was auch schon von Teilen von uns organisiert wurde. Es gab OYO hier auf dem Kongress, was auch wieder hier ist. Aber auch andere Beispiele, die jetzt nicht bei uns dabei waren, wie Chaos West, die diese dezentralisierte Orga und dieses Übernehmen von Stages und eigenem Programm beifügen, einfach bringen. Und wir sehen das auf diesem Kongress auch. Das ist was, was immer mehr kommt und das ist etwas, was wir begrüßen. Denn wir hatten zum Beispiel mit all diesen verschiedenen Teams, die eben schon immer Veranstaltungen gemacht haben, das Problem, wir wollten alle unbedingt was auf dem Camp machen. Der Entropia wollte seinen Geburtstag feiern, wir wollten BER-Nachfolge machen.
und Ojo sollte da irgendwie hinkommen. Aber wir wussten alle, so ein Camp, das ist echt anstrengend, das ist richtig viel zu tun. Und wir waren uns einfach alle nicht sicher, ob wir das wirklich packen, weil Resource Exhaustion auch bei uns war das Thema. Und so kamen wir letztes Jahr auf dem Kongress im Gespräch, ja, wir wollen was machen, wie sieht's bei euch aus, macht ihr was? Ja, aber, ne? Naja, da hat man dann festgestellt, wir könnten ja was zusammen machen. Im Januar haben wir uns dann zusammen telefoniert und beschlossen, jupp, wir machen was und wir machen was richtig Großes. Also wenn wir das zusammen machen, dann machen wir was richtig Großes. Und so sind wir eben die Three-Headed Monkey Crew geworden. Ich versuche jetzt nicht zu erklären, wo das drei herkommt und alles. Es gibt tausend Antworten, da kann ich nochmal 10 Minuten mitfüllen. Aber es ist schön geworden, es ist bunt geworden. Und für uns, was ich einfach mal allen mitgeben will, wir sind daran alle gewachsen. Wir haben aber auch alle nicht bei Null angefangen. Wir haben alle unsere Erfahrungen, unsere Skills mit zusammengebracht und haben die Gruppengrenzen aufgesprengt. Es gab relativ schnell, innerhalb weniger Tage, kein Cardus, kein CCB, kein Entropia oder irgendwas mehr. Es gab nur noch die THM-Crew und jeder hat eingebracht, was er wollte, worauf er Bock hatte. Und daraus sind tausend eine kleine, wahnsinnig schöne Sache entstanden, die ich jetzt alle vorstellen könnte. Aber im Finale, alle, die da waren, haben vielleicht einen Großteil entdeckt, vielleicht auch nicht alles. Und ich kann nur sagen, wir würden es wieder tun. Damit gebe ich jetzt unsere Baucrew, die nochmal erzählt, wie das mit dem Bauen dieses ganzen Holzungetüme, die wir da zusammengeschraubt haben, ging. Weil das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ja, hallo, ich bin Vanessa, ich bin von Cardus und wir erzählen euch jetzt noch ein bisschen was zum Bauvorgang. Das Logo da oben von der Vollgas-Crew ist übrigens vor einer halben Stunde noch entstanden. Sehr schön designt auf jeden Fall. Ich finde, daneben wird Cardus fast so ein bisschen humorlos. Aber gut, ich möchte die Gelegenheit auch noch kurz nutzen, um was zu Cardus zu erzählen. Wir sind auch hier beim Kongress vertreten. Wir sind im Ojo-Space und den haben wir auch mit aufgebaut, genauso wie wir halt beim Camp ja auch mit aufgebaut haben. Und Cardus, ich glaube, einige von euch werden Cardus wahrscheinlich auch schon kennen oder irgendwie schon mal was von uns gehört haben. Wir sind ja gerade mit einem mobilen Krankenhaus, also beziehungsweise mit einem Feldkrankenhaus in Nordostsyrien, in dem Al-Hol-Camp. Und ich glaube, Cardus wird halt oft halt als humanitäre Hilfsorganisation wahrgenommen, die sie ja auch ist. Was aber auch Cardus auszeichnet, ist halt unser Makerspace, unsere Werkstatt in Berlin. Und damit, und also der Makerspace ist halt auch ein guter Treffpunkt für Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen. Super viele sind halt auch hier beim Bau mit dabei gewesen und beim Camp. Und deswegen auch nochmal danke an euch, dass ihr so viel Zeit in eurer Freizeit mit uns verbringt. Total toll. Ja, genau. Ich bin Störte und repräsentiere jetzt hier mal die Vollgas-Crew. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, es wäre auch total cool, wenn wir nicht nur Dachen mit Computern machen, und haben uns so ein bisschen an den Hut gebunden, irgendwie Holzarbeiten hier zu machen und haben dann im letzten Kongress eben den Ojo aufgebaut, dieses Mal das CCL-1 und ein bisschen was im Kidspace und jetzt natürlich hier auf dem Camp und auch mal im Entropia diesen so einen Zwischenboden. Genau, beim Camp ging es so los, wir haben uns erstmal hier exzessiv Gedanken gemacht, erst mit dem CAD-Programm, haben das irgendwie lange durchgeplant, haben dann überlegt, das wird alles nichts, diese Skizze muss reichen. Hat auch gereicht. Wir haben dann festgestellt, wir haben ja auch kein Budget eigentlich und auch kein Material. Sind also los und haben mit so einem armen Iveco oder eigentlich ganz Brandenburg eBay Kleinanzeigen abcontainert. Und dann auch noch hier in Lerz netterweise auch noch eine Holzleihgabe bekommen. Und genau, die ersten Versuche waren dann so hier, wie kann sowas eigentlich aussehen? Also wir sind auch wirklich keine großen Planungsgenies, wir machen sowas immer sehr fluide. Genau, und das wurde dann aber lustigerweise trotzdem was und wir haben das dann in den Space rüber verfrachtet und dann angefangen, da einfach weiter aufzubauen. Und so ging es dann mal hier weiter. Und ja, genau, und was ist das, ne? Ja, auch so Sachen wie das Licht war halt eigentlich nicht geplant. Das ist auch irgendwie spontan entstanden. Da haben sich dann auch irgendwie Leute spontan zusammengefunden, die uns da das Licht hingemacht haben. Sehr schön. Ich glaube, es waren ja einige Leute hier auch beim Camp und wahrscheinlich spätestens jetzt erkennt ihr diese tolle Bar und wart vielleicht auch einige Abende bei uns und habt mit uns Perlenbacher getrunken.
Ja, also wir haben da unsere kleine Crew-Stammkneipe auf jeden Fall ziemlich gut betrieben mit unzähligen Paletten von diesem wunderbaren Büchsenbier. Man sieht so ein bisschen das Verhältnis von Essen zu Bier. Also das war auf jeden Fall, es hat uns sehr zusammengeschweißt auf jeden Fall. Ja, wir haben auch festgestellt, dass man bei Lidl zwar palettenweise sowas kaufen kann, aber nicht über die Laderampe, von daher man solche Paletten komplett entladen muss in den Einkaufswagen, durch die Kasse und dann wieder auf Palette und dann in den Transporter. Genau. Und irgendwie haben wir auch scheinbar so viel Perlenbacher getrunken, dass die nach dem Camp das Logo von dem Bier irgendwie verändert haben. Vielleicht konnten die eine Designperson bezahlen danach oder so, wir wissen es nicht. Genau, dann hatten wir noch so ein paar andere Komplikationen und zwar gibt es ja so Bauvorschriften, die zum Beispiel sagen, hier so Sachen dürfen nicht höher als irgendwie 5 Meter sein, macht aber nichts, man kann es erst bauen und dann am Ende 12 Meter Masten mit so einem schönen Telelader hier reinheben, wenn die Bauabnahme schon durch ist. Hier seht ihr nochmal den Leuchtturm, das ist auch übrigens da, wo ihr Cardus gleich findet. Also wir haben da nochmal so den Space so ein bisschen nachgebaut, aufgebaut und ja, kommt gerne mal vorbei und guckt euch unsere Projekte an. Genau, das war dann das Ende, da hatten wir auch endlich alle Projektoren mal gefunden und aufgebaut und liefen, war nicht kaputt und dann war es auch schon vorbei. Aber damit hört das Ganze bei uns halt noch nicht auf, weil wir dachten, okay, wir können das Ding natürlich jetzt komplett in die Tonne treten. Wäre aber irgendwie auch ein bisschen schade, deswegen haben wir nur dieses alte Holz von der Seite weggehauen. Der Rest allerdings, den haben wir dann mal verladen, also in Müll in so einem kompletten 40-Kubik-Container. Und den Rest haben wir dann in, ich glaube, wir sind 8-mal oder sowas insgesamt gefahren, wieder nach Lerz gebracht, um da eben auch wieder zusammen auf der Fusion den Safe Harbor Space aufzubauen. Und da seid ihr natürlich auch alle herzlich willkommen. Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon fertig. Prost! Wunderbar. Ja, wir haben jetzt schon einiges von Entropia hier auf der Bühne gehört und wir machen, glaube ich, jetzt einfach mal weiter mit unseren Entropia-Festspielen. Entropia war nicht nur am Dreiköpfchen Affen beteiligt, sondern macht was, was auch mir persönlich wieder sehr, mich sehr zufrieden stimmt, nämlich eine sogenannte Gulasch-Programmiernacht. Ich finde es herrlich. Hallo. Danke. Ja, für die Zwecke dieser Veranstaltung bin ich Martin, das ist Caro und wir wollen kurz was über die Gulasch-Programmiernacht erzählen. Die Veranstaltung aus Karlsruhe, die im Jahresrückblick traditionell vergessen wird. Wir hatten also dieses Jahr tatsächlich das erste Mal 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 15 Kinder und Eltern im Schnuller Operations Center betreut, Feldtelefone verlegt, 42 Eimer Waffelteig verbraucht, 333 Postkarten verschickt, 484 Telegramme, 580 Snacks verkauft und 1500 Brötchen. Ja, bei uns gingen genauso 17.000 Getränke über die Theke. Wegen einem Missverständnis mit der Metro haben wir 440 Kilo Zucker und 6 Kilo Koriander verballert und 2600 Waffeln ausgegeben und 3 Tonnen Gulasch gekocht. Ja, und das Nock lässt noch mitteilen, wir hatten 110 Gigabit pro Sekunde Upstream, 2720 Netzwerkports belegt, 1,7 Kilometer Glasfaser sowie 3115 Clients im Wi-Fi. Tschüss. Hier, warte mal. Was? Es ist auch noch ein bisschen was passiert tatsächlich. Echt? Oh. Wir fangen mal mit den unschönen Sachen an. Zum Beispiel wurde zwei unserer Teilnehmer auf dem Heimweg in der Bahn tatsächlich homophob angemacht von den Kontrolleuren. Was umso erschütternder war, dass wir eigentlich eine Kooperation mit den Karlsruher Verkehrsbetrieben hatten und zur gleichen Zeit der CSD in Karlsruhe stattgefunden hat. Diese Kontrolleure wussten aber, glaube ich, nicht so genau, auf was sie sich da einlassen, denn dieser Angemachte hatte 2000 Twitter-Follower, hat das getweetet und das ist so weit eskaliert, dass wir dann eine spontane Gegendemo hatten, weil zufälligerweise das Firmengebäude direkt gegenüber war. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und dann stand da auf dem Vorplatz eine große, blaue, aufblasbare Katze. Und eine große, blaue, aufblasbare Katze auf dem Vorplatz des ZKM in Karlsruhe ist natürlich eine Angelegenheit für die Polizei, die dann natürlich fragt, Moment mal, da ist eine Katze, was ist da los? Wir antworteten, nein, wo ist die Katze? Da ist keine Katze. Die Katze ist weg.
Wenig später war die Katze wieder da, mit Polizeischutz. Was dann geschah, können wir aus juristischen Gründen nicht erzählen, aber es gibt da ja noch andere Möglichkeiten. Genau, weil wir genau wissen wollten, was da jetzt eigentlich los war, hat ein Teilnehmer eine IFG-Anfrage gestellt und mal nachgefragt. Die haben wir für euch mal dabei und zitieren daraus. Wir haben zum Beispiel gefragt, warum, wieso, weshalb steht die da? Das Land Baden-Württemberg hat gesagt, die Landesregierung hat beschlossen, eine solche Kampagne durchzuführen, da eine Umfrage im Jahre 2016 ergab, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend über Digitalisierung informiert fühlen. Die Lösung war dann, eine blaue Katze vor ein Museum zu stellen. Gut. Erklärt wurde das mit, die Katze ist dabei sozusagen das Wappentier der Digitalisierung, denn Videos, Bilder und Ähnliches mit Katzen, sogenannter Cat-Content, sind im Netz überaus beliebt. Wir haben dann gefragt, wie viel die so kostet. Die ganze Kampagne 2,2 Millionen Euro. Die Katze 6.000. Dann wurde die Katze irgendwann nochmal mit so einem Lätzchen gesichtet. Deswegen haben wir gefragt, hatte die blaue Katze Hunger? Dazu haben sie geschrieben, unsere große blaue Katze ist sehr genügsam und bereits mit viel Luft und Liebe zufrieden. Als Digitalisierungsbotschafterin hat sie sich zudem in Gesellschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gulasch-Programmiernacht sehr wohl gefühlt, auch wenn sie kein großer Gulasch-Fan ist. Ja. Seit der GPN wissen wir auch, dass die Evakuierung und die Entrauchungsanlage des größten Vortragssaals einwandfrei funktionieren. Das hat gut geklappt. GPN 20 ist am 21. Mai 2020 und die Gulaschkanone haben wir gekauft. Die gehört jetzt uns. So, genug Karlsruhe. Vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich auch schon mal auf einer Veranstaltung des CCC auf einer Bühne gesessen und ein bisschen was moderiert. Und das war damals ein Gespräch in Darmstadt, wo Padelun, den ihr vorhin im Eingang gesehen habt, auf die damalige Justizministerin Brigitte Zypris eingeredet hat. Ich glaube, es kam ein Satz drin vor wie, ich möchte sie zur Umkehr bewegen. Es hat, glaube ich, nicht geklappt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwie zum Thema informationelle Selbstbestimmung in den letzten 10 Jahren irgendwas geändert hat. Und was sich auch nicht geändert hat, ist, dass die Meta Rhein-Main-Chaos Days immer noch stattfinden. Ja, genau. Unicorn, erzähl. Danke dir, Holger, wer mich nicht kennt. Unicorn, ich habe mal wieder das kürzeste Streichholz gezogen, muss deswegen für die MMCD auf die Bühne. Holger hat mir schon meinen Einstiegswitz kaputt gemacht. Er hat doch ein besseres Gedächtnis, als ich dachte. Tut mir leid. Aber wir haben die Google-SMS verhindert. Also wen es interessiert, der findet es noch auf YouTube, das Interview damals, oder beziehungsweise den Schlagabtausch von Padelun und Brigitte Zypris. Es war ein sehr lustiges Event. Wie ihr schon merkt, die MMCD gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, mittlerweile sind wir im 15. oder was auch immer, wievielten Jahr. Also schon zweistellig. Und wer sie nicht kennt, ich weiß nicht, ihr wart bestimmt alle schon mal da. Die MMCD sind auch eine der regionalen Chaos-Treffen, wo wir mit ungefähr 700 Leuten, meistens in Darmstadt, aktuell immer an der Technischen Universität in Darmstadt, ein sehr schönes Wochenende verbringen. Wir haben bei den MMCD so ein bisschen die Spezialität. Wir haben jedes Jahr irgendwie ein anderes lustiges Motto. 2019 haben wir das Motto Gesellschaftsspiele gehabt und natürlich gab es dann irgendwie aufblasbare Würfel. Wenn ihr irgendwie ein Teilnehmer wart, habt ihr vielleicht sogar nicht ein Quartett bekommen, sondern das heißt gemischtes Doppel, wo ich jetzt gelernt habe. Also ein Sammelkartenspiel, bei dem ihr Kongressmottos zu Kongressjahren zuordnen könnt und so Geschichten. Und es gab irgendwie gravierte Würfelboxen für die Speaker. Also es lohnt sich schon sehr, zu einer MMCD zu kommen, falls ihr sie noch nicht kennt. Ihr könnt euch noch leider noch nicht verraten, wie das nächstjährige Motto ist, weil wir sind da auch genauso fluide wie viele andere Events, dass wir das immer etwas kurzfristig bestimmen. Aber ich würde mich freuen, euch da mal zu sehen. 2019 war nicht nur wegen dem Motto ein schönes Jahr, sondern es war auch wieder ein schönes Jahr. Wir hatten tolles Wetter. Die MMCD sind immer irgendwie so im September. Das ist besseres Wetter als der Kongress. Aber leider auch manchmal etwas schon kaltes Wetter und da wir ein schönes Außengelände haben, nutzen wir das immer ganz gerne. Ja, meine Rolle ist eigentlich nur, euch darauf hinzuweisen, dass Chaos besteht aus mehr als aus diesen Großevents. Ich weiß, hier mit 17.000 Leuten können wir weder in Karlsruhe bei den tollen Leuten von der GPN noch in irgendwie Darmstadt oder beim Easter Hack mithalten. Aber ihr werdet merken, dass auch die kleinen Events, also die mit so sagen wir mal 1.000, 2.000 Leuten, sind auch was Schönes. Der Vorteil bei der MMCD ist, viele der Vorträge, die jetzt hier auf dem Kongress seht, hättet ihr auch bei uns schon sehen
sehen könnt. Also jedenfalls die Vorläufer davon. Weil natürlich haben wir auch relativ spannende Forschungsthemen. Darmstadt hat ja eine große Uni und Forschungsszene in IT-Security. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mal irgendwie auf den kleinen Events auch vorbeikommt. Entweder bei uns, bei den GPN oder am besten natürlich bei allen. Damit ihr auch eine Chance habt, das nächstes Jahr zu machen. Wir freuen uns, wenn ihr 2020 bei uns dabei sein wollt und euch mal irgendwie das anschaut. Termin steht 4. bis 6. September, das ist das erste Septemberwochenende. Und ja, ansonsten, vielleicht kriegen wir auch mal wieder Holger dazu. Ihr müsst nur fragen, ich sage selten nein und hinterher denke ich mir, warum habe ich wieder ja gesagt? Die SPD hat jetzt leider momentan nicht den Bundesjustizminister auf Brigitte Zypris geschoben, den Posten. Deswegen können wir sie jetzt nicht mehr über ein lokales Wahlkampfbüro bekommen. Wir machen das dann außerdem so, ich komme, wenn ihr nicht doppelseitig druckt. Das kann ich dir versprechen, weil Drucken ist immer sehr schwierig in der Uni. Und nun zu etwas völlig anderem. Österreich. Auch in Österreich findet Chaos statt und Pascoda wird uns jetzt was vom C3W erzählen. Hallo. Ja, hi. Wir haben heuer die Ehre gehabt, die Easter Hack ausführen zu dürfen. Merch habt ihr vorher schon einmal gesehen. Der Fabos hat unser T-Shirt angehabt. So schaut der Hoodie aus. Wer nicht dort war und noch Merch nachhaben will, den kann man das mal nachbestellen. Man kann den nachbestellen, das heißt, man kann so tun, als wäre man da gewesen. Ja. Ist dann halt entsprechend teurer. Nö. Wir reden gleich nochmal gesondert. Aha. Eines von den coolsten, also es waren 600 Nerds, ein Wolpertinger. Der Wolpertinger ist so mein persönliches Highlight von der ganzen Veranstaltung. Das war ein federatedly printed, 3D-printed Projekt. Das ist ungefähr einen Meter hoch. So. Banana for Scale fehlt ausnahmsweise leider. Normalerweise haben wir die immer dabei. Die ganze Veranstaltung hat stattgefunden auf der TU Wien. Wir hatten zwei große Vortragssäle, mehrere Workshop-Räume, einen Innenhof, zwei Dachterrassen und eine Karaoke-Party, die Gerüchten zufolge ziemlich geil war. Nachdem ich Orga war, habe ich leider relativ wenig mitgekriegt. Und das andere Ding, was wir auch hatten, was wir aber jedes Jahr machen und jetzt zum vierten Mal, ist die Privacy Week. Da war heuer das großartige Motto Privat-Euder. Ihr kennt vielleicht dieses Ding mit dem Euder in Wien, das kann man überall ranhängen, das kann man intonieren in allen möglichen Formen, Arten, Varianten. Das hat dann Euder. Euder. Kann aber auch so richtig schön sein wie Congress-Euder. Und manche Leute können das dann auch besser als ich, weil original bin ich nicht aus Wien und deswegen darf ich das eigentlich überhaupt nicht sagen. Anyways, die beiden Veranstaltungen waren so das Große, was bei uns passiert ist. Wir haben auch Chaos macht Schule, machen da regelmäßig Dinge, auch auf der Uni. Und die Privacy Week gibt es nächstes Jahr wieder. Der Termin voraussichtlich Ende Oktober steht aber noch nicht hundertprozentig fest, wird noch verlautbart. Das war das. Das war das, vielen Dank. Kommt uns besuchen. Eins habe ich vergessen, abgesehen davon, dass man die T-Shirts und die Hoodies nachbestellen kann. Wir haben noch ein kleines Set an Easter Hack Hefeln, also Tassen, Entschuldigung, Tassen. Bei uns im Assembly, das ist da, wenn man bei der Tür rausgeht und so ein bisschen schräg nach links vorfällt, nicht der Dom, sondern das daneben, das Kaffeehaus. Wir sehen uns. Danke. Vielen Dank, Pascoda. Ja, nachdem wir anfangs so ein bisschen panisch waren, weil wir gesagt haben, jeder kriegt 5 Minuten und die ersten irgendwie schon, na, ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt. Alles wird gut, ihr kommt rechtzeitig hier raus, ihr werdet den nächsten Vortrag nicht verpassen, ihr werdet alle Verabredungen einhalten können, denn viel kommt nicht mehr, aber was jetzt kommt, ist Frank Rieger, der uns ein paar Takte über digitale Souveränität erzählen wird. Und das ist nicht der letzte Speaker. Ja, ich will noch mal so kurz berichten darüber, was so passiert ist in der Berliner Lobbyblase. Wir versuchen ja mal da so ein bisschen die Politik mit Wissen zu versorgen und darauf hinzuweisen, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht so sind, wie man sie in der Bild-Zeitung liest.
Eines davon war dieses Jahr dieses gesamte Thema digitale Souveränität, technische Souveränität im Kontext von diesem ganzen Huawei-Problem, was ihr vielleicht aus den Medien kennt. Die Situation ist, diese Huawei-Panik mit irgendwie, die Chinesen werden uns alle abhören, wenn sie unser 5G-Netz bauen, hat die Politik aufgescheucht. Die hat halt wenig mit der Realität zu tun. Also wenn man sich die technischen Dinge ein bisschen genauer anguckt, dann weiß man, da sind relativ viele Bugs drin, und zwar so viele Bugs bei allen Herstellern, dass es kaum lohnt, da halt irgendeine Art von Backdoor einzubauen. Das wäre Zeitverschwendung. Parallel dazu läuft dieser ganze Strang IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das ist halt so ein, der Versuch zu sagen, okay, man möchte jetzt irgendwie dieses ganze Thema IT-Sicherheit auf Gesetzesebene abbilden mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten. Problem dabei ist, dass neben einigen ganz guten Ansätzen, die da drin stecken, hat das Bundesinnenministerium als Behörde, die da relativ viel dazu beigetragen hat, da halt so einen Wünsch-dir-was-Kasten eingebaut von allen möglichen Ansinnen, die halt eher dem Bereich öffentliche Sicherheit als dem Bereich IT-Sicherheit zuzuordnen sind und im Endeffekt dazu führen würden, dass IT-Sicherheit halt weniger sicher wird. Unter anderem geht es da darum, dass man versucht, Anonymisierungsdienste zum Teil zu illegalisieren, beziehungsweise den Betrieb von solchen Plattformen strafbar beziehungsweise strafverschärfend zu machen. Dieses Problem sehen wir immer weiter, dass wir also da statt Lösungen halt Verschlimmbesserungen haben und am Ende der Sachverstand da eher so ein bisschen dünn gesät ist. Allerdings ist klar zu sagen, die Einschläge aus der Wirtschaft, die ja dieses Jahr doch relativ stark unter so Erpressungsfällen zu leiden hatten, also gerade so größere Mittelständler, einmal quer durch die ganze Bank, aber auch Städte, Krankenhäuser, ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gesehen, werden in Security Nightmares da noch ein bisschen mehr drüber reden, die werden einfach runtergefahren, weil sie einen E-Mail-Anhang aufgemacht haben, der dann halt den Zugang zu ihrem System geöffnet hat. Und da fängt man jetzt so langsam an einzusehen, dass man möglicherweise mit Strafverschärfung oder irgendwie Anonymisierung verbieten möglicherweise nicht mehr so viel weiterkommt, sondern man sich möglicherweise eventuell langsam mal um IT-Sicherheit kümmern müsste. Dementsprechend gibt es eine große Anzahl von so Anhörungen, das sind so offiziell im Bundestag, Fachgespräche sind dann halt, wo Fraktionen einladen zu Experten, Anhörungen, die nur für die Fraktionsmeinungsbildung da sind und Hintergrundgesprächen, wo man einfach mit den Leuten redet, den Sachen erklärt und versucht halt irgendwie da so ein bisschen Wissen beizutragen, was ja so unsere Aufgabe in diesem Spiel ist. Damit haben wir relativ viel Zeit zugebracht dieses Jahr, einfach wieder mal so ein bisschen Sachwissen zu versuchen da reinzubringen, nicht immer mit Erfolg. Eine der Gegenspielerparteien, die wir da haben, ist die Atlantikbrücke, das ist der US-amerikanische Lobbyverein in der deutschen Politik und Journalismus, muss man sagen. Die haben die in Stellung gebracht, um dieses Wir müssen Huawei ausschließen im Rahmen des US-chinesischen Handelskrieges, jetzt wieder hochgekocht so. Die glauben halt, wenn sie häufig genug Huawei sagen, können sie damit die Debatte dominieren. Es gelingt ihnen zum Teil auch. Blöd nur, wenn dann ihre Auftraggeber gleichzeitig das Thema technologische Souveränität von der anderen Seite aufs Tablett bringen, nämlich dadurch, dass durch die Sanktionen wegen der Nord Stream 2 Gaspipeline möglicherweise die Raffinerie in Schwedt abgeschaltet werden muss, weil deren Kontrollsysteme von einer US-amerikanischen Firma betrieben werden und diese Raffinerie in Schwedt zum Teil halt den Russen gehört. Da hat man dann halt so ein bisschen das Problem, es gibt keine echten Verbündeten mehr. Das heißt also, wenn man technologische Souveränität möchte, dann muss man das auch ernst meinen. Auch deswegen sagen wir zum Beispiel in dieser Huawei-Debatte so, ist es eigentlich egal, von wem der Kram kommt, ob das jetzt Amerikaner oder Chinesen oder Schweden oder Deutsche sind, die müssen alle ihren Source offenlegen und die müssen alle auditiert werden und die müssen alle denselben Sicherheitsstandards folgen. Nur wenn wir alle gleich behandeln, können wir da sowas Ähnliches wie Sicherheit erzielen. So langsam macht sich diese Idee breit. Sie findet auch viel Anklang bei den Fachbehörden, wie zum Beispiel dem BSI. In der Politik stellt sich da so eine leise Verzweiflung ein, weil so richtig flächendeckende, echte technologische Souveränität kaum erreichbar zu sein scheint. Das wird die Diskussion im nächsten Jahr auf jeden Fall noch sehr viel interessanter machen. Aber es gibt parteiübergreifendes Interesse an Lösungsmöglichkeiten, also was sich dann zum Beispiel daran zeigt, dass man dann plötzlich auch, wenn man als Chaos Computer Club von einer der Oppositionsparteien eingeladen wird zu einer Anhörung, plötzlich auch mal Fragen von der CDU kriegt, was normalerweise nie passiert sonst, aber so langsam ist die Verzweiflung da so, dass sie auch dann doch mal nachfragen. Das ist sehr interessant. Kurz nur Überblick, die Forderungen, mit denen wir da unterwegs sind. Wir sagen halt, wir müssen beim
von vorne anfangen. Das heißt, wir müssen sagen, jeder, der in Deutschland programmieren lernt, sollte auch sicher programmieren lernen. Dazu brauchen wir Bildungsmaterial. Dieses Bildungsmaterial sollte tatsächlich vom Bund finanziert und kostenlos zur Verfügung gestellt werden für alle Ausbildungseinrichtungen, so dass man das auch einfach verwenden kann, weil dann wird es auch verwendet. Wir wollen eine verpflichtende Sicherheitskennzeichnung für Geräte, wo einfach nur gesagt wird, wie oft werden die geupdatet und für wie lange, damit man einfach, wenn man ein mit dem Internet verbundenes Gerät kauft, wissen kann, okay, so lange ist es überhaupt noch tatsächlich benutzbar. Auch wollen wir eigentlich, dass solche Geräte, wenn sie Cloud-Abhängigkeiten haben und damit zusätzliche Verwundbarkeiten, ebenfalls gekennzeichnet sind. Die Idee ist, sowas Ähnliches zu haben wie so eine Ampel bzw. so ein Energieausweis an so einem Kühlschrank. Die Idee findet mittlerweile immer mehr Anklang. Da haben wir so langsam die Chance, doch langsam damit durchzukommen, ist aber noch ein dickes Brett zu bohren. Eines der Dinge, die wir sehr lange schon versuchen durchzukriegen, ist zu sagen, okay, weg von den ganzen Problemen, die wir mit den Großforschungseinrichtungsprojekten haben. Ich habe noch zwei Punkte. Die Großforschungseinrichtungssicherheitsprojekte werden halt in meiner Regel immer nichts. Die werden dann halt aus dem Forschungsetat finanziert. Da gehen dann 50 Millionen an üblichen Verdächtigen und am Ende passiert genau gar nichts. Kommt nichts von der Wirtschaft an. Wir sagen, geht weg davon. Viele kleine Projekte, eher wie eine Start-up-Förderung. Und wenn die dann funktionieren und einen Sicherheitsfokus haben, dann kann man sie auch weiter fördern. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun, aber vielleicht schaffen wir es ja auch. Wir wollen auch, dass die Sicherheitsstandards, die in den einzelnen Branchen da sind, beziehungsweise nicht da sind, geschaffen werden und dynamisch gehalten werden. Also nicht halt irgendwie so Brandsiegel auf dem Router, dieser Router ist sicher, sondern halt ein dynamisches System, wo man sagt, so alle 2-3 Monate wird der Standard mal geupdatet und wer sich dann nicht daran hält, ist halt leider offiziell unsicher, um den ganzen Firmen auch mal so ein bisschen Drive zu geben, zu sagen, okay, wir müssen die Kosten, ein Gerät über seinen Lebenszyklus hinweg sicher zu halten, auch mal einpreisen. Dann haben wir natürlich noch unseren Evergreen, das BSI vom Innenministerium unabhängig machen, damit wir eine unabhängige Behörde haben, die nicht in diesem Spagat ist zwischen den Begehrlichkeiten der Polizeibehörden und Strafverfolger und der eigentlichen Aufgabe der IT-Sicherheit. Das wird im nächsten Jahr weitergehen. Das wird noch ein etwas längeres und umfängliches Thema sein, aber ich wollte euch schon mal so sagen, was da gerade so passiert. Vielen Dank. Wir nennen es Tag 2, aber tatsächlich ist heute der 28. Dezember 2019 und heute Morgen meldet mindestens die Süddeutsche Zeitung und noch jede Menge andere große Medien, also die Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland. Sicherheitsforscher des Chaos Computer Club haben 28 Überwachungsprogramme analysiert und Hinweise im Code gefunden, dass sie vom umstrittenen Hersteller Finfisher stammen könnten. Linus. Also das war so. Ich war auf einem Musikfestival, das nicht näher bezeichnet werden muss, und habe da eigentlich Pressearbeit gemacht. Und dann klingelt Telefon. Und Ulf Burmeier ist dran und sagt, ja, hallo Linus, ich sag, Ulf, was kann ich gegen dich tun? Und Ulf sagt, könnt ihr nicht mal vielleicht so Schadsoftware analysieren? Ich so, Ulf, bist du jetzt etwa auch mit, hast du auch einen Aluhut auf oder so? Ne? Was hast du denn, was glaubst du denn, was du da hast? Ja, sagt er, ich glaube, das ist ein Staatstrojaner. Ich sage, sitzt der Aluhut gut? Nee, wirklich. Ich sage, wo ist euch der denn untergekommen? Ja, der wurde in der Türkei gegen Oppositionelle eingesetzt. Ich sage, oh, das ist aber interessant. Ja, sagt er, insbesondere deshalb, weil den darf man da gar nicht so ohne weiteres hin exportieren seit 2015. Und deswegen würde ich von euch gerne wissen, wann der hergestellt wurde. Ich sage, ah, das ist aber interessant, ne? Schick doch mal rüber. Dann habe ich Thorsten angerufen, Thorsten Schröder, gesagt, Thorsten, tut mir leid, ich weiß, du hast viel zu tun, aber wir müssen uns mal wieder einen Staatstrojaner angucken. Ist lange her, dass der CCC 2011 den deutschen Digitas-Staatstrojaner kaputt gemacht hat. Und in dessen Fahrwasser gab es ja jetzt noch diesen anderen, Finfisher, Finspy. Und wir haben dann also uns diese Samples angeschaut. Die GFF hatte einige Analyseschritte schon vorgenommen oder von anderen Leuten vornehmen lassen und wollte die von uns verifizieren lassen. Jetzt hatte ich die Rechnung allerdings ohne Thorstens Akribie gemacht, weil Thorsten
sagte dann sehr, okay, wir brauchen, wenn wir sicherstellen wollen, dass das finzbar ist, und wir möchten das irgendwie belegen, dann reicht uns nicht, wenn wir das mit einem anderen finzbar-Sample vergleichen. Ich hätte gerne alle. So kamen wir dann am Ende auf 28 Stück. Da wurde eine, ja sagen wir mal, eine, da mussten so einige Freundschaften für gepflegt werden und eine, musste einige längere Zeit für gesucht werden. Aber Thorsten hatte dann diese Sammelakribie entwickelt und davon ist er dann auch echt nicht mehr abzubringen. Dann hat der Bericht so einige Monate länger gedauert, als wir dachten. Und irgendwann habe ich gesagt, bevor wir den gar nicht mehr fertig kriegen, musst du morgen einen Vortrag darüber halten, Thorsten, am besten mit dem Ulf, der uns das Ganze eingebrockt hat. Deswegen halten morgen um 16.10 Uhr Thorsten Schröder und Ulf Burmeier einen Vortrag über diese Analyse, die da durchgeführt wurde. Und ich will nicht zu viel von den Ergebnissen vorwegnehmen, aber wir können eigentlich beweisen, dass dieser Staatstrojaner erst 2016 hergestellt werden konnte, weil er bestimmte Compiler benutzt und bestimmte Libraries linked, die es vorher einfach gar nicht gab. Und ja, bei den 28 Samples, die wir da untersucht haben, sind wir uns relativ sicher, dass sie auch aus dem Hause finzbar stammen. Und jetzt würde uns mal interessieren, wie denn die Bundeskriminalämter und Landeskriminalämter sich erklären, dass diese Samples irgendwie in Myanmar gegen die Bevölkerung eingesetzt werden, gegen die türkische Bevölkerung, und wie die es geschafft haben, den Kram aus der Europäischen Union dorthin zu exportieren. Hast du mal gefragt, laufen noch genug von denen hier rum? Von denen? Von denen mit den Hüten. Ich verstehe dich hast leider du, nicht. Hast du mal, ja, ich verstehe dich auch schon. Hast du mal gefragt, also laufen doch sicherlich genug von den Behörden hier rum. Hast du mal einen so, die, gefragt? Ach, die, ja, ich hoffe, dass die, also du hast recht, ja, wir fragen die Behörden. Wir haben auch extra in unserer Pressemitteilung, die wir heute veröffentlicht haben, geschrieben. Wir haben die gesamte Samples, also die 28 Stück, alle auf GitHub veröffentlicht. Und erwähnte ich das nicht? Okay, ja, wir haben die alle auf GitHub veröffentlicht und wir würden uns sehr freuen, wenn jetzt andere diese Analysen mal nachvollziehen würden. Wir sind uns sicher, da gibt es sicherlich auch noch mehr zu finden. Und am meisten würden uns das freuen, wenn das unsere lieben Freunde beim BKA auch mal machen würden, weil die haben Samples, die haben wir wahrscheinlich noch nicht. Die haben die nämlich bei Finn Fischer Finzbay gekauft. Und die würden wir eigentlich aufrufen, doch mal als Zeugen in der Strafanzeige der Gesellschaft für Freiheitsrechte auszusagen, weil die können am Ende den Beleg am allerbesten führen, weil die wissen, wo sie es gekauft haben. Ja, viel Spaß beim Analysieren und viel Spaß auf dem Kongress. Oh. Ich hätte nicht gedacht, Holgi. Also ich habe bevor Holgi, das hast du gar nicht. Ach, hast du was vorbereitet für einen Schlussakkord? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe so fürchterliche Angst gehabt vorher, weil ich bis vor, 2 Stunden vor dieser Veranstaltung überhaupt nicht wusste, was wir hier machen werden. Und dann hieß es, ja, kommen so 30 Leute, jeder das 5 Minuten. Also geht vielen Leuten. Geht den meisten, geht also das so. Dafür, dass aber, das erste also, Mal war, hast du das ganz gut gemacht. Ja, ich musste ja nicht viel tun, die haben sich ja im Wesentlichen selbst organisiert. Ich bin ein bisschen neidisch, du hast eine Waffel gekriegt, ich habe keine gekriegt. Ich habe die ganze aber Zeit, hör mal, was ist denn jetzt bei dir hängen geblieben? Wer war denn überhaupt noch da? Nee, das ist jetzt... Du hast doppelseitig gedruckt, ja, eben, um Ressourcen genau. zu schützen. Weißt du, eigentlich war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, darüber nachzudenken, dass in der Waffe vielleicht was drin sein könnte und man mich hier trollen will. Oh. War aber nicht. Schade. Beate. War nicht. Ja, das war ich mache eine kurze Abmoderation. Das war der erste Versuch, den CCC-Jahresrückblick dezentral zu organisieren. Wir versprechen... echt ehrlich, das 2020 mit ein bisschen weniger Chaos zu machen. Nee, echt ehrlich. Und wir drucken dann auch einseitig. Nein. Nein? Es werden weiterhin Ressourcen gespart. Was ist das Motto dieses Kongresses? Habe ich vergessen. Ach, ist warte egal. Mal. Irgendwas ist kaputt. Genau. irgendwas ist kaputt. Also, wir hatten Chaos macht Schule war da. Wir hatten die MRM-CDs da. Ja. Du hast das doppelseitig drauf. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich anfange. Wo fange ich immer an? Guck mal hier. Oben, dann drehst du um, komm. Chaos jetzt.
hatten wir. Chaos macht Schule war da. Der sah ein bisschen enttäuscht aus. Ich glaube, der hatte mehr vorbereitet, der Kollege. Der hatte aber 5 Minuten und die hat er ausgenutzt. Der hat sogar 5 Minuten gekriegt. Fusion fand ich irgendwie. Fusion war. Ich weiß nicht, warum ich das so schön fand. Wahrscheinlich, weil ich nicht hingefahren bin, obwohl ich eigentlich so panisch war. Camp warst du auch nur einen Tag. Falsch. Ich war 2 Tage auf dem Camp. Warst du zweimal da? Wir haben uns nur einmal gesehen. Ja, ich bin Freitagabend sehr spät angekommen, weil ich hier arbeiten musste, weil ich nicht wusste, dass Camp ist. Weil das hier nur da hatten wir ja schon vorher drüber gesprochen. Genau. Ja, ja. Und dann gab es Samstagmittag, meinte ein Kumpel aus der Schweiz, ja, hier komm, wir haben Wine-Tasting. Und ich bin dann bis Montag auch geblieben. Gut. Sollen wir einen Deckel drauf machen? Ja, mach einen Deckel drauf. Komm, wir machen einen Deckel drauf. Einen dicken Applaus noch für alle Leute, die da waren. Einen dicken Applaus für Holgi, der es gar nicht schlecht gemacht hat.